Serviette geht immer, wird dir stark schön präsentiert von Brolette, dem Haarspray der Stars. Und von Saddam Hussein Cosmetics. Denn da, wo Menschenleben nur ein paar Cent wert sind, macht Schönheit doch erst richtig Spaß. Herzlich willkommen im BKA, dem Theater deines gesunden Menschenverstands. Hier noch ein kurzer Sicherheitshinweis. Foto- und Videoaufnahmen sind sehr stark erwünscht. Also komm, lass Instagram mal so richtig heiß laufen. Denn nicht nur Paillette, sondern auch eine Story geht immer. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und noch mehr Heiterkeit bei Paillette geht immer. Ich starte den Countdown. Theater, meine Lieben. Dankeschön. Ah, süß. Danke, danke, danke. So, reicht jetzt auch. Ja, ihr habt da hier... Oh. Dankeschön, ihr Meute. Hab ich jetzt gerade gehört, während ich da hinten saß, dass schon Menschen zu früh geklatscht haben, als der Vorspann schon losging? Hab ich das im Vorfeld nicht erklärt, wann ihr klatschen sollt? Sven, oder? Ich hab das doch richtig erklärt. Aber gut, ich bin nachsichtig. Wer ist denn heute zum ersten Mal überhaupt hier bei mir in der Show? Guck mal da hin. Oh, oh. Eigentlich alle. Das ist ja hochinteressant. Seid ihr irgendwie so ein Schulausflug oder irgendwie Weihnachtsfeier im März? Oder? Das ist ja Wahnsinn. Ihr gehört aber nicht alle zusammen oder so? Doch. Da hinten so eine Partygruppe, ne? Ja, RW-Gelände ist da hinten, ne? Das ist eine ganz andere Ecke, meine Lieben. Aber gut. Nee, ich freue mich natürlich sehr. Ich freue mich immer sehr, wenn halt frisches Publikum hier reinkommt. Weil dann kann ich jeden Witz einfach knallhart nochmal machen. Und ihr kennt ihn noch nicht. Das finde ich großartig. Was ich auch großartig finde, ist, dass ich meine Zuschauenden im Livestream begrüßen kann. Hallo, ihr süßen Mäuse, auch da draußen im Internet. Auch heute habt ihr wieder die Möglichkeit, unter dem Video auf YouTube Kommentare zu posten. Svenny, wir schalten schon mal gleich kurz rein. Zeige Penis. Und dann schauen wir mal, wie es da schon mal losgeht. Sehr viel Jungfräulichkeit im Publikum. Endlich mal live dabei. Thomas Cook möchte gerne kotzen. Ist also ein scheiß Arschloch. Alles klar, kannst gleich wieder rausgehen aus dem Livestream. Moin, moin. Also es geht schon los. Let's go. Oh ja, danke Jule. Ich kann euch zum Pushern mitnehmen, ist jetzt nicht so, da okay, die reden schon wieder miteinander. Egal, ihr könnt gerne miteinander auch sprechen im Livestream. Das Wichtige ist, bitte beschimpft euch nicht und seid einfach lieb zueinander. Und bitte erzählt nicht, erzählt Margot Schlönske ist auch mit dabei? Oh Gott, die hat nichts zu tun, ganz ehrlich. Ich werde gleich noch mal meinen Tag erzählen. Nee, weil Margot Schlönske...
Ich sitze bei Burger King und haue die komplette Abendgage, 35,75 Euro, auf den Kopf. Also dazu muss ich euch kurz an meinem Tag teilhaben lassen. Ich nehme euch jetzt mit, damit ihr auch in mein Mindset kommt, wie man jetzt sagt. Passt auf. Ich halte mich in diesem wunderbaren Theater, dem Theater eures gesunden Menschenverstandes, heute schon seit heute Morgen um 11 Uhr auf. Denn dieses Gesicht ist das dritte Gesicht, das ich mir heute aufgeschminkt habe. Ich habe heute schon mit meiner guten Freundin Ada Zabel einen Einspieler gedreht für die neue Show, die im April online geht. Jetzt sag ich schon, die auf der Bühne zu sehen sein wird. Und zwar Edith Rent. Haben wir heute einen Einspieler geredet. Das war ganz, ganz toll, weil wir sind nämlich so 70er-Jahre-Talkshow-Menschen gewesen in so einem braunen Studio, rauchend und Whisky trinkend so. Mehr möchte ich nicht verraten. Und da wurde ich geschminkt, so mit ganz schlimmen blauen Lidschatten und so schlimmen Augenbrauen wie so eine 70er-Jahre-Schnuspel aus dem SFB-Fernsehen. Dann waren wir 15 Uhr fertig, hab mich abgeschminkt, hab die Show für jetzt vorbereitet. Und ich bin ja relativ selten gut vorbereitet, heute also noch weniger, sage ich euch jetzt schon. Dann habe ich Dorothy Sponeck aufgeschminkt, weil ich dann nämlich um 20 Uhr hier The Golden Gmilf Sisters of No Mercy gespielt habe. Das ging alles bis 23 Uhr. Dann habe ich noch Merchandising am Stand verkauft, bin schnell ins Backstage, habe Dorothy Sponeck abgeschminkt und Jurassica aufgeschminkt und habe andere Haare aufgesetzt und diesen Paillettenfummel, den ich zu Hause vergessen habe, den musste mir mein Ehemensch Klaus noch mitbringen und bin jetzt hier, ja. Und bin jetzt hier endlich als ich selbst, als Jurassica Parker vor meinem Lieblingspublikum, nämlich bei euch hier, bei Paillette geht immer. Und ich muss sagen, ich kam hier rein gerade und natürlich, ich bin relativ geschafft und müde vom Tag, aber ich kam hier rein und dachte so, wie geil das ist, jetzt noch die Paillette zu machen, weil ich sehe euch und ich merke, dass ihr Bock habt und ich bekomme gerade eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist so schön, diese Show zu haben. Und die gibt mir so viel Energie und so viel Freude, kommt von euch hier bei mir an. Von daher, lasst uns einfach noch einen schönen Abend haben. Vielleicht werden zwischendurch meine Worte irgendwann aufgebraucht sein. Da muss einfach Philippa dann weiter moderieren. Wir werden sehen. Aber nein, ich glaube, da gibt es noch einiges, was ich euch heute bieten kann. Außer meiner Schönheit, meiner Schlankheit und meiner Inkompetenz. Aber jetzt möchte ich erst noch mal, das habe ich jetzt erzählt, erstmal möchte ich gerne noch an alle Menschen im Livestream, möchte ich ein paar Worte richten und zwar bitte, ihr konsumiert diesen Livestream gerade for free. Also ihr geht einfach auf YouTube rein und dann guckt ihr den Livestream. Aber ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr möchtet, Livestream-Tickets käuflich erwerben, denn dieser Livestream ist natürlich gemacht durch sehr, sehr viel Manpower und Womanpower und wir würden gerne diesen Livestream weiterhin aufrechterhalten, weil es ist viel Technik, es ist viel Stress, den wir haben und wir würden es gerne für euch weiterhin umsonst bereitstellen, aber trotzdem freuen wir uns ein bisschen über Livestream-Tickets. Die könnt ihr käuflich erwerben unter bka-theater.de/ticket oder unter paypal.me/bka-theater. Sven? Alle wissen es. Dass an der Technik Sven Ihlenfeld. Bravo. Jule, bist du auch noch da? Jule ist nicht mehr da. Okay, Sven, okay, ich glaub dir das und du hast ja heute auch schon einen langen Tag hinter dir, meine Liebe. Von daher, und du bist ja sehr viel älter als ich. Von daher verzeihe ich dir das heute nochmal. Also, Livestream-Tickets, wir freuen uns immer natürlich über finanzielle Zuwendungen. Ist manchmal sogar ein bisschen schöner, als gestreichelt zu werden. Dann möchte ich gerne noch sagen, dass die... Was guckst denn du da so entrüstet? Ich meine genau dich, meine Liebe. Ja, womit verdienst du deine Brötchen? Hm? Oh, so schwieriger Beruf, alles klar. Verstehe, da möchte ich gar nicht weiter drüber sprechen. Ihr habt heute hier im Studio, ihr habt Zettel auf euren Tischen zu liegen. Da hat jemand keinen Tisch? Auf Feier! Gut, das tut mir sehr leid. Nächstes Mal bekommst du einen eigenen Tisch. Aber ihr habt dort Zettel und Stifte auf den Tischen zu liegen.
Merlinerin. Und ja, weil es gibt nämlich ein Spiel am Ende dieser Show, das heißt Wahrheit oder Wahrheit, ist mein Lieblingsspiel und ist wirklich ein essentieller Teil dieser Show, weil da seid ihr nämlich gefragt, ihr könnt, dürft, müsst, solltet Fragen aufschreiben für meine Talkgästin Philippa Jahrke. Und diese Fragen werde ich alle einsammeln lassen mit meiner Einsammeldutte, die hier schon erwartungsvoll und richtig heiß gewartet wartet. Und dann werden diese Fragen gefragt und Philippa Jahrke sollte so wahrheitsgemäß wie möglich darauf antworten. Und was ich so toll finde, ist, dass ihr ja auf Fragen kommt, auf die ich nicht kommen würde oder die ich mich nicht trauen würde zu fragen. Dafür seid ihr nämlich verantwortlich. Philippa, keine Sorge, du musst auf nichts antworten, du solltest aber, ja, meine Liebe, dass du schon mal ein bisschen unter Druck gesetzt wirst. So, das haben wir jetzt auch schon besprochen. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ich habe ja wahnsinnigen Durst. Eine Durchsage an das liegt am Mikrofon, Entschuldigung. Eine Durchsage an das attraktive Tresenpersonal, respektive Jan oder Anouk. Nee, Anouk ist gar nicht mehr da, ne? Nee, sieht aber sehr ähnlich aus, aber es liegt am Licht. Jan, bitte eine Flasche alkoholfreien Sekt, bitte für den Moderationstransvestiten auf der Bühne eine Flasche alkoholfreien Sekt. Und ist das schon wieder Rotkäppchen alkoholfrei? Scheiße. Da hab ich wirklich monatelang drauf insistiert, dass Rotkäppchen alkoholfrei endlich mal hier abgeschafft wird und was ist. Aber gut, ich bin so eine durstige Frau, dann schenk doch einfach mal ein. Ein Applaus für Jan. Oh, das ist so ein bisschen schon so wie, als ob du so Barista bist, ne? Also du machst gerade, willst du mir noch ein Herz reinbauen? Irgendwie so mit so ein bisschen, ja, du übst da noch. Jan ist, das Tolle an Jan ist, Jan, wie viele Jahre machst du die Paillette schon gastronomisch betreut mit mir mit? Zu lange oder? Ja komm, aber 6, 7 Jahre, also das heißt, du weißt schon ganz genau, was dich erwartet und ich finde, du bist mittlerweile wirklich sowas von professionell, was das Sekteinschenken anbelangt. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich, Jan. Jan ist heterosexuell. Und ja, es muss ja auch heterosexuell in dieser Welt geben, damit die Fortpflanzung gesichert ist. Aber trotzdem tut es mir gerade um Jan doch sehr leid, muss ich sagen. So ein hübscher junger Mann. Aber gut, danke Jan, ich stoße auf euch. Ich habe gerade so viel Spaß, das ist ja fürchterlich. Ich stoße auf euch an. Schön, dass ihr alle hier seid, Ding Döngchen, meine Lieben. Das sind meine Wahlgesänge, die kennt ihr noch nicht. Gibt es eine Doppel-CD jetzt zu kaufen? Verkaufe ich in meiner Fußgängerzone in Wilmersdorfer Straße, wenn ich da ein Live-Programm gebe. Kommt einfach mal vorbei und genießt mich so live. An einem Montagvormittag in der Fußgängerzone, da bin ich richtig gut drauf, meine Lieben. So, haben wir jetzt auch abgeklärt. Sven, ich stelle das Glas hier an die Seite, ja? Ist das fein für dich? Oder meinst du, das mit dem iPad korreliert? Weiß man nicht so genau, ne? Es wird schon klappen. So, boah, ich schwitze wie ein Schwein jetzt schon, ne? Auf Weiher. Oh. So, das Ding ist ja auch, oh Gott, wir fangen gleich an, Philippa, keine Sorge. Ich muss ja sagen, ich trage heute ein BH. Oh Gott, was? Klaus, tut mir leid, ich erzähle wieder ganz schlimme Sachen. Ich trage heute einen BH und ich besitze ja nur einen BH tatsächlich. Weil ich mir so denke, man sieht den nicht, der muss auch nicht sexy sein und man kann ihn ja waschen. Jetzt vergesse ich das mit dem Waschen halt immer. Und ich kann es ja mal kurz zeigen. Also. Und der BH ist seit heute Morgen um 11 ist er schon im Einsatz. Der wird gar nicht mehr trocken, ja? Und wenn der dann trocken ist, dann hat der halt hier so Kristalle.
so Salzkristalle. Und ich denke mir immer so, Jurassica, kauf dir mal einen zweiten vielleicht einfach dann, aber du, ich wasche den einfach weiterhin nicht. Irgendwann, dann läuft er von selber und ich kann die Kristalle dann noch irgendwie auf eBay verkaufen oder so. Wir werden mal sehen. Prominentenschweiß ist ja sehr beliebt, gerade bei RTL. So, dann haben wir das jetzt auch. Ich möchte jetzt einfach gerne meine Gäste begrüßen. Sven, habe ich irgendwas vergessen, was Wichtiges? Ah, nö. Wie du aussiehst mit deinen Kopfhörern links und rechts, wie so eine kleine Radiomoderatorin. Süß. Ich dachte, es kommt irgendwie ein toller Sound von dir oder sowas. Du wartest jetzt, dass ich den... Ja, okay, Jingle. Also, pass auf. Und meine Gästin heute, das ist die erste Gästin in der Geschichte von Paillette geht immer. Und diese Show gibt es jetzt seit fast 9,5 Jahren. Das ist ein Applaus wert auf jeden Fall. Aber ich liebe das, nach Applaus zu heischen. Nee, aber das ist wirklich... Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Format über 2-3 Jahre hier funktioniert. Aber tatsächlich, und wir sehen es ja heute auch wieder, ist diese Show ausverkauft nach 9 Jahren und ist die erfolgreichste Nachtshow im BKA-Theater seit vielen, vielen Jahren. Und es ist mir nach wie vor ein großes Rätsel, aber irgendwas scheint nicht richtig zu machen. So, jedenfalls, und Philippa Jarke, die jetzt gleich auf die Bühne kommt, ist die erste Stargästin, die mich gebeten hat, einen eigenen Jingle einzuspielen, während sie auf die Bühne kommt. Weil ich habe natürlich normalerweise mein Paillette geht immer Jingle. Und ich dachte mir so, erstmal, okay, spooky, aber eigentlich total süß. Und da hat sie mir erklärt, sie hat total Bock drauf, weil das ist nämlich ein selbstproduzierter Song. Reden wir gleich noch drüber. Der heißt Anke. Es geht nicht um Anke Engelke, oder? Nein. Und sie hätte es gerne, weil sie dann nämlich mit dem richtigen Gefühl auf die Bühne kommt. Und ich denke mir, was gibt's denn Schöneres, als wenn eine Gästin selber irgendwie sagt, wie sie ein besseres Gefühl auf meiner Bühne bekommt. Deshalb gebe ich ihr das Privileg, mit einem eigenen Jingle heute hier auf die Bühne zu kommen. Und bitte begrüßt mit mir, sie ist Schauspielerin, sie ist Synchronsprecherin, sie ist Synchronregisseurin, sie ist Künstlerin, sie ist aber auch die Stimme der BVG, da werden wir gleich im Anschluss drüber sprechen und bitte begrüßt mit einem warmen und einem super süßen, sexy Applaus die wunderbare, herzensgute und schöne Philippa Jarke. Meine Liebe. Hi. Hallo. Philippa Jarke. War jetzt natürlich sehr kurz, der Jingle, meine Liebe. Na, aber hast du es erkannt? Weil das verklatschen wir ja wieder so laut. Ich habe es trotzdem erkannt. Ich habe mich gut gefühlt, so wie ich das gehofft hatte. Ja, also gut, einfach alles richtig gemacht. Perfekt. Ja? Meine Liebe, perfekt. Möchtest du erstmal was trinken? Ja, gerne. Was denn? Auch so im großen Glas? Nee, nein, das darf nur ich. Okay. Ich bin die Chefin, du bist nur die Gästin, meine Liebe. Müssen wir gleich die Hierarchien abklären? Ich würde gerne ein Glas Wasser... Ein Glas Wasser mit oder ohne Eis? Mit Eis? Mit Eis, mit oder ohne Zitrone? Mit Zitrone. Mit Zitrone, mit oder ohne Strohhalm? Mit Strohhalm? Mit Strohhalm, meine Güte, du kannst ja nicht genug. Und ohne Sprudel. Und ohne Sprudel, meine Güte. Für meine Gästin Philippa Jarke, danke schön. So, haben wir das auch geklärt, meine Liebe, du hast da dein eigenes Tischchen. Sag, was hast du da für Mützen zu liegen? Das eigentlich wurde mitgebracht von meinem lieben Enrico. Enrico, hallo. Hi, Enrico. Ja. Der arbeitet nämlich bei der BVG und der hat immer so tausend Sachen dabei. Alles klar, reden wir später nochmal drüber. Machen wir später. Wird dann verschenkt. Also guck mal, hier gibt es so schöne Stifte. Reden wir gleich später nochmal drüber, meine Liebe. Ja, wir sind jetzt noch nicht beim Homeshopping, da kommen wir gleich noch hin. Erstmal. Philippa, erzähl mir ganz kurz der Song Anke. Wir haben jetzt den wirklich nur ganz kurz gehört. Warum ist dir dieser Song wichtig? Den hast du selber geschrieben und produziert? Oder erzähl mal ganz kurz ein bisschen was darüber. Ja, ich liebe den Song. Ich habe bis vor 10 Jahren mit Siegfried White, wo ist die Kamera? Egal welche. Siggi, du guckst aus Norwegen zu. Unsere Kamera ist... Ja. Nee, warte mal, welche ist denn jetzt auf denn? Philippa die Kamera? Ist er die oder hat die gar keine eigene? Hab ich keine eigene? Einfach in die, ja? Darüber? Ja. Siggi White, wie hießen Jakel Gott und Siegfried White? Jakel,
Karel Gott hatte gerade retired irgendwie und ich dachte, ich springe in die Bresche und nenne mich Jakel. So. Jakel Moment Gott. Mal, warte, ich kann dir gerade gar nicht folgen. Egal, warte. Wir haben Songs produziert damals, just for fun. Wann ist damals bei dir? 2011 war es. Oh, das ist ja wirklich schon eine halbe Ewigkeit her. Okay, gut, ja. Und wir haben uns jetzt wiedergefunden. Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren und sind jetzt halt wieder zusammengekommen. Über Instagram haben wir uns wiedergefunden. Nach 10 Jahren, er ist ausgewandert nach Norwegen, hat eine App, programmiert, hat damit irgendwie, ja, eine Menge Geld verdient, glaube ich, Sigi, hast du mir gesagt. Und, ich wünsche es dir sehr, Sigi, unbekannterweise. Und jetzt wohnt er in Norwegen an einem schönen Fjord, sieht Nordlichter und ihm geht's gut. Und jetzt haben wir gedacht, okay, hey, lass uns doch mal wieder ein paar Songs aufnehmen. Und warum Anke? Wer ist denn Anke? Anke ist eine alte Schulkameradin von mir und die war immer traurig. So. Und leider. Sie war super hübsch. War eine ganz liebe, nette, intelligente, aber ich weiß nicht bis heute, was da war. Und der Song heißt ja auch, Anke, sei nicht so traurig. Und deswegen... Da muss man mit diesem Howard Carpendale sprechen. Natürlich. Es ist, würde sei nicht so traurig, weil du immer nicht so gut tanzen kannst. Nicht so gut tanzen halt. Vielleicht war das der Grund, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir diesen Song gemacht. Weiß Anke davon? Bis heute nicht. Ich habe sie leider aus den Augen verloren. Ich habe immer gehofft, dass der groß rauskommt, der Song, und sich Anke dann bei mir meldet und mir dann sagt, ich bin nicht mehr traurig. Mensch, also toll, es ist ja wirklich eine herzliche Geschichte, meine Liebe. Ja. Vielleicht guckt uns Anke heute. Vielleicht kommt sie zu, Anke, bitte melde dich. Bitte melde dich. Es gibt Songs von dir oder über dich. Inga Bause steht bereit, die kann hinterm Busch warten auf dich und dann holt die dich her. Philippa, ich finde die Geschichte tatsächlich relativ krude über diesen Song jetzt gerade. Ja. Ja, weil du ja über eine dir jetzt mittlerweile unbekannte Person einen Song schreibst, mit einem Menschen, den du lange nicht gesehen hast, der jetzt sehr reich ist und Nordlichter sieht. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ist nicht schlecht. Ich muss wirklich sagen, du bist ein Entertainment-Pferd, mein Liebe. Toll, absolutely. Also da hast du die Latte sehr hoch gesetzt, meine Liebe. Da kommt noch mehr. Das war jetzt ein seichter Einstieg. War ein seichter Einstieg. Er hat gesagt, wir haben 3 Stunden Zeit. Nee. Ich möchte ja irgendwann auch noch heute ins Bett. Aber der Plan ist immer 1,5 Stunden. Und wenn der je langweiliger der Gast ist, desto kürzer wird natürlich die Show. Also streng dich einfach an. Philippa, das war's denn jetzt. Also... Ich glaube, wir haben dann alles. Nein, aber Philipp, ich muss ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich jetzt mal Ironie off, ich liebe das ja so wie heute, eine Gästin auf der Bühne zu haben, die ich persönlich bislang überhaupt nicht kenne. Mhm. Wir haben ja nur bislang 1-2 Mal telefoniert. Und haben uns gesehen. Wir haben uns gesehen bei mir auf der Party im Schmutz bei Popkicker, aber ich habe dich ja auf Instagram angeschrieben, habe gesagt, bitte komm doch mal zu mir in meine Show. Weil nämlich, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, meine Lieben. Philippa, warum kennen dich die hier alle im Saal? Und zwar alle, die kein Auto fahren, kenne ich auf jeden Fall. Bitte alle einsteigen. Ja, meine Lieblingsstation ist Hornstraße. Weil nämlich immer, wenn ich mit dem M19er herfahre, kommt Hornstraße. Und ich leide ja unter sehr, sehr starker, wie sagt Bille immer? Tontourette, was sagt sie immer? Nicht Tontourette, sondern... Es fällt mir gerade nicht mehr ein, meine Worte sind... Egal, ich muss das immer mitsprechen. Wenn du Hornstraße sagst, sitze ich im Bus und sage danach laut Hornstraße. Und merke es aber immer erst, nachdem ich es gesagt habe. Probieren? Wenn ich das jetzt sage, ja, bitte, ob du gerne. Das auch sagst? Hm? Hornstraße. Hornstraße. Siehst du? Ja. Und diese Hornstraße hat es mir angetan, Philippa. Und du bist diese Stimme der BVG, das heißt, du bist zu hören in der U-Bahn und im Bus. Tram auch. Und seit neuestem auch, Gott sei Dank, habe ich mir immer gewünscht, auch die Fähre. Yeah! Wir haben ein paar Wasserratten unter uns. Warte mal ganz kurz. Philippa, du kannst gerne rauchen. Moment mal, wie heißt die nochmal, die lustige Frau mit der Sonnenbrille? Sabine. Sabine ist ja von der BVG. Enrico, und du bist die...
Eine Freundin. Ihr bumst aber beide auch, oder? Wechselnde Bumspartner, ja? Darf ich ganz kurz, Sabine, warum hast du dich gerade so gefreut wegen der Fähre? Bist du Fährenbenutzerin? Nein, ich bin keine Fährenbenutzerin. Keine Angst vor dem Mikrofon haben wir. Ich bin dicht. Ja, das. Wir haben auf dem Weg hierher darüber uns unterhalten, ob wir über die Fähre. Fähre benutzt. Aber wo wohnst du denn bitte? In Biesdorf. Und da gibt es Wasser. Unbedingt. Ja? Ja. Gibt es da BVG-Fähren? Nein. Nein. Müggelsee hinten die Ecke. Ah, da bin ich sehr selten, meine Liebe. Ne? Gut, also, aber sehr schön, da freue ich mich sehr. Guck mal, du kannst Menschen glücklich machen, wenn ja. du auf Fähren zu hören bist. Auf der Fähre auch. Und es gab ein großes Casting, 2020 war das, glaube ich, als die BVG eine neue Stimme suchte. Und du hast gesagt, du hast da auch mitgemacht. Ja, da kommen wir gleich drauf, weil ich bin dir eigentlich sehr, sehr böse, oh meine je. Liebe. Nein, natürlich nicht, aber insgeheim natürlich schon, ich möchte es nur nicht zugeben. Was ja so toll ist, weil ich habe heute noch versucht, ein bisschen zu recherchieren im Vorfeld der Show. Die BVG hat ja versucht, ihre Stimmen zu modernisieren, haben eine Zeit lang hatten die prominente Stimmen. Hast du das mitbekommen? Aber nur für ganz kurze Zeit, glaube ich. Ja, nur ein paar Stationen. Dieter Hallervorden hatte irgendwie Deutsche Oper oder irgendwas. Nee, Dieter Hallervorden hatte die Mohrenstraße. Die Mohrenstraße. Ich meine, ich finde es sehr, sehr passend für Dieter Hallervorden, muss ich sagen. Ist ja auch wirklich ja. ein alter, schlimmer, weißer Mann. Ja. Entschuldigung. Aber ich glaube, auf der U2 war das nur. Ja, genau. Deutsche Oper und alle möglichen Stationen. Aber das war, glaube ich, nur so ein Gag oder irgendwie so ein paar... 14 Tage, Enrico. 14 Tage. 14 Tage nur. War nicht lange, ja, weil es gab irgendwie kein gutes Medienecho. So, dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir mal eine Ausschreibung, machen wir ein Casting auf. Die Presse sagt jetzt, da haben sich 1000 Menschen beworben. Ich meine, hältst du das für realistisch? 1000 SprecherInnen? Na, ich, also 1000 Stimmen wurden gehört. Ja. Von verschiedensten Agenturen. Sprecheragenturen. Ach, weißt du so ja, genau Bescheid? Ich weiß ja? Sehr genau Bescheid. Quell der Information, meine Lieben. Ich darf keine Internas ausplaudern. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde darum bitten, meine Lieben. Ja, es bleibt alles nur für immer im Internet, ja. Ja, und da wurden, glaube ich, so 3-4 Kandidaten, Kandidatinnen gefunden auch. Aber noch nicht das, wo jetzt wirklich jeder Gänsehaut bekommen hat oder super glücklich war. Ja. Und dann haben sie nochmal nachgehakt und sind dann bei meiner Agentur gelandet. Und da wurde meine wundervolle Agentin Annette gefragt, ob sie irgendwas Special-mäßiges hat. Und dann meinte sie so, Special, yeah, ich hab da was. Ach so, du bist ja in der Kartei gelistet als Special, yeah. Yeah, Special, ja? Yeah. Oh, okay, wow, ich lebe das sehr. Auch noch hinten dran. Aha. Yeah. Special, yeah. Ganz genau. Okay, sehr langer Reiter. Das ist die korrekte Bezeichnung für meine Sparte. Und dann habe ich was zugeschickt bekommen, ein paar Stationen, die ich einsprechen sollte. Ja. Also auch was auf Englisch, ein paar Stationen, unter anderem Ruhleben. Und U-Leben ist meine, es ist eine Spezialstation für mich, weil ich komme aus Klado. Ich weiß. Und da endet, also nach Klado fährt keine Bahn. Ja? Da gibt es ja noch nicht mal befestigte Straßen. Da fahren die über Sandwege. Richtig. In Klado, ja. Also wer Klado nicht kennt. Ja. Genau, und man musste also immer in U-Leben umsteigen, in den Bus, um dann nach Klado zu gelangen. So, jetzt die Sandwege. So, jetzt hast du mal kurz eine Schweigeminute, meine Liebe, weil jetzt wir müssen kurz zwischenhaken, weil nämlich ich wurde dann auch angefragt von dieser Agentur, die das macht, per E-Mail, ja. Und ob ich da mal beim Casting mitmachen möchte. Und ich habe erst gedacht, die verarschen mich, weil ich natürlich denke, weil da haben die aber gesagt, sie suchen eine Stimme, die nicht in erster Linie als, also oder im ersten Moment nicht als männlich oder weiblich gelesen werden kann oder gehört werden kann. Das war die Prämisse. Ja. Und ich dachte mir so, ich meine, wer meine Stimme kennt, also ich meine ganz ehrlich, also das ist wirklich, das wäre vielleicht eine kneipenbesitzende Birgit vielleicht noch, aber ansonsten. Ansonsten ist sie schon sehr klar männlich, meine Stimme. Aber ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt und habe auch Ruhleben eingesprochen. Ah, ja, ja, ja. Und man musste auch. Haben die dich auch so ein bisschen was auf Berlinerisch sprechen lassen wollen? Ja, haben sie auch. Ja, fanden sie aber nicht gut so. Anscheinend nicht.
Ich hätte die Idee ganz süß gefunden, ehrlich gesagt. So. Aber na, geht, glaube ich, auf den Geist. Ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich dieses ganze Zeug da eingesprochen, war im Studio und fand den Job wirklich sehr aufregend. Und dann haben sie aber gesagt, nee, wird nichts, wollen mich nicht haben. Und wann? Warte bitte, die Geschichte geht noch weiter. Ja. Und dann war ich sehr traurig, habe mich zusammengerollt zu Hause, habe wochenlang geheult. Klaus, du hast mich ja trösten müssen zu der Zeit. Du bist in Urlaub gefahren. Klaus und ich, wir lieben uns sehr. Und dann haben die nochmal angerufen, haben gesagt, Jurassica, wir wollen dich jetzt doch nochmal einladen. Also anscheinend waren so viele Scheißleute mit dabei, dass sie mich nochmal geholt haben. Und dann dachte ich schon, ich bekomme den Job. Ist ja klar, also wenn sie mich jetzt immer holen, ich meine, das ist ja fast wie Hollywood. Und hab dann nochmal was eingesprochen, haben mich dann aber auch wieder nicht genommen. So fand ich schon schade, weil ich dann nämlich auch gehört habe, was man da verdient hat, meine Liebe. Das hast du also gehört? Das habe ich gehört. Von daher, ich weiß, was du mir an Honorar weggenommen hast. Ich hätte mir davon wirklich eine Eigentums Wohnung auf Gran Canaria leisten können. Aber gut. Weiß nicht, was du verdient hast. Bisschen Gran Canaria, warte, ist wo? Ein bisschen weiter nördlicher. Ach, du hast, nein, auch noch. Nein, aber. Nein. Ach so, ja, okay. Ja. Nee, aber ich meine, also wir müssen nicht über Honorare sprechen. Ich liebe es, über Geld zu sprechen, aber wer nicht möchte, muss ja auch nicht. Aber es hat sich schon gelohnt für dich, oder? Ja. Ja. Es war toll. Ja, war toll, oder? Und du hast wirklich einige Wochen lang deine Stimme synthetisieren lassen. Wie geht das vonstatten? Nimm uns mal kurz mit. Wie wird die BVG-Stimme dann erschaffen? Warst du auch in diesem Hinterhof, in dieser Fabrik? Dieses verschrabbelte Studio, wo du so gedacht hast, das ist aber kurz vorm Abriss, so eine Favela irgendwie Ja, es ist ja auch dann abgerissen. Ach so. Während ich eingesprochen habe. Wer hätte das gedacht? Ist ja auch zusammengekracht, aber egal. Ach wirklich? Ja. Aber die haben doch gesagt, dass da irgendwie schon Freddie Mercury irgendwie aufgezeichnet hat. Ja, ja, natürlich. Haben es versucht, schön zu reden, aber ich habe dir natürlich kein Wort geklaut. Also er geglaubt, hat sehr nach Kacke gerochen da auch. Also erzähl weiter. Das weiß ich nicht, aber es war Winter und es war ungeheizt und ich saß da in Daunenjacke auf jeden Fall, auf so einem kleinen Schemel. Ja, in dieser kleinen Kammer mit so schwarzem Stoff und es war ja alles sehr provisorisch. Und das sind ja insgesamt 4.500 Stationen. Aber alle zusammen, ja? 4.500 Stationen. Und die hast du alle live eingesprochen? Die habe ich alle live eingesprochen. Aha. Und dann habe ich nochmal 15.000 Sätze eingesprochen, die dann von der KI sozusagen synthetisiert wurden. Was damals noch irgendwie sehr viel Zukunftsmusik war. Komplettes Neuland. Ja, heute ist es ja eine große Agentur in Brüssel, die sich speziell auf KI spezialisiert hat, da damals schon, aber das war alles noch im Aufbau, im Wandel. 2020, und, oder 2021. Also nicht, das ist ja mit Riesenschritten jetzt vorangegangen, sozusagen. Und dann 15.000, alles Mögliche. Ich könnte euch keinen einzigen Satz mehr wiedergeben. Irgendwas, Napoleon trägt ein Frack rot-grün, 2029 Pi Alpha oder so. So ach so, auch Sätze ohne Sinn und Verstand? Ja, völlig ohne Sinn und Verstand. Also diese 15.000 Sätze, wo ich dann am Anfang dachte, okay, die nehmen sich quasi Silben oder Wortfetzen und bauen das dann so zusammen. Aber das war alles, um die KI zu füttern, damit sie lernen kann, so wie ich zu sprechen. Und dazu braucht man halt diese ganzen verschiedenen, wie Buchstaben zusammen funktionieren in deiner Sprache. Die Betonungen und alles, dass sie halt quasi wirklich lernen. Und auch in verschiedenen Stimmungen. Also wir hatten dann zum Beispiel auch kann man ja sagen, ne? So, lass ja alles sagen. Nazi-mäßig tatsächlich auch irgendwie. Nazi-mäßig? So, ja, also so irgendwie so sehr streng, sehr happy, verschiedenste Stimmungen. Ach so, warte mal ganz kurz, nimm mich bitte mit. Ja. Nazi-mäßig war jetzt keine Anordnung der BVG. Nein, sondern das habe ich mir raufgefasst. Alles klar, muss man ja auch mal jetzt immer einordnen. Dass man halt wirklich so, aber es ist schon, doch, es sollte schon streng sein. Ja, also es sollte schon, weiß ich, ich habe immer diese eine Ansage, zurückbleiben bitte! irgendwie. Ja, und das war so eine Haltung. Und da habe ich halt an Old Adolf gedacht. Das passte dann. Du, es macht Lust auf mehr, meine Liebe, gerade. Also toll. wenn ich jetzt am U-Bahnhof Kurfürstenstraße stehe, da wohne ich, wenn ich jetzt da eine Ansage höre, was davon ist jetzt künstliche Intelligenz und was ist die echte Philippa? Künstliche Intelligenz ist immer
dann wird immer dann benutzt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Oder so Streik. Baustellen oder irgendwas, wo ich jetzt nicht für jede Kleinigkeit immer ins Studio muss. Also, ne, wo man jetzt nicht planen kann. Oder ja. So. Ein Eichelherr ist. Liebe Fahrgäste, ein Eichelherr ist auf den Schienen verendet. Bitte steigen Sie jetzt alle sofort aus. Ja, passiert bei mir doch sehr oft. Irgendwas passiert doch immer mal. Ja. Genau, und sowas ist dann von der KI. Aber alle Stationen, alle Ansagen, die standardisiert sind, die werden von mir live oder eingesprochen. So, und auch auf Englisch, was ich jetzt unbedingt fragen will, weil ich bin was so Sprechersachen, Sprecherinnensachen anbelangt, bin ich ein richtiger Nerd tatsächlich. Also ich finde auch Synchronstimmen und so. Ich bin ja der Meinung, es gibt hier in Deutschland nur 12 verschiedene Synchronstimmen, die alles sprechen. Und das macht mich wahnsinnig tatsächlich. Und deshalb achte ich immer so da drauf. Und warum habt ihr die Ansage geändert? Früher hieß es immer, please mind the gap between train and platform. Ja. Und jetzt sagt ihr, between sagen die schon, ja. Und jetzt sagt ihr, between the train and the platform. Und ich denke mir so, das ist doch total beschissen, so spricht doch keine Sau. Wow. Was viel cooler ist, ist, this train terminates here. Ja! Oh. Das heißt ja eigentlich, dieser Zug explodiert gleich. ne, aber das ist so... Manchmal wäre es schön, also nur das würde ich mir wünschen, wenn der Zug manchmal explodiert. Bitte alle aussteigen! Der Zug explodiert gleich. Toll, ja, aber nee, Terminate sagst du auch immer. Terminate. Also, und dann gibt es noch eine Sache, die ist auch cool, hold on tight during the ride. Und da hat jemand einen Song draus gemacht irgendwie. Ach, also, wirklich? Cool. Ja, also so für private Zwecke, ne, darf man ja nicht... Wir benutzen natürlich. Für private Zwecke. Oh ja. Aber ich habe das geschickt bekommen. Und das ist mit so einem Slow Beat irgendwie so ganz cool. Echt? Und das ist halt wirklich dieses Hold on tight during the ride. Hold on tight. Und was denkt man jetzt als Philippa Jacke, wenn man sowas hört? Denkst du dir dann so? Ich fand es witzig, ich finde es cool. Ist natürlich, ja, man muss schon irgendwie da so eine Trennung, man kann jetzt nicht, das ist ja auch gerade so dieses KI-Problem, dass viel missbraucht wird und so, das finde ich natürlich auch nicht cool. So, ja, wenn, aber gut, das war ja noch Kohle verdient süß, ne? Wird. Aber wenn es ganz süß ist und so von einem jungen Kind, Schulkind oder was weiß ich, oder so, ja, ich glaube, ne? Ja. Und das fand ich dann halt sweet. So. Okay, ganz kurz, damit wir diese Mützen abgearbeitet haben, meine Liebe. So, was verkaufen wir? Was verschenken wir hier heute? Wir verschenken Aufkleber. Wir haben ganz tolle Aufkleber, zum Beispiel Dragstraße. Oder darf ich ganz kurz, bitte, meine Liebe? Stadt Titte. Sage mal, das ist ja total witzig. Dragstraße, kann die Kameras einfangen? Sven? Mach mal hierher, ja? Hier statt Titte haben wir hier auch noch. Was haben wir noch, meine Liebe? Fallisches Tor. Ach, das ist aber, das ist wirklich ein bisschen lustig. ja, aber da muss ich ja sagen, die, ja, weiter. Nonnenlove-Platz. Nonnenlove, ach so, Nollendorf, Nonnenlove. Hier ist noch was Schönes. Ja? Stöhnhauser Allee. Ich mag das wirklich sehr. Darf ich die alle selber behalten, die Aufkleber? Was haben wir noch? Da weiß ich das gar nicht, aber ich probiere es. Dicht und horny. Aber wo ist die Station dabei? Wir wissen es nicht. Ach so, das war keine Station, ja? Und das hier ist nochmal, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, aber es reicht ja auch. Nee, hier ist noch was. Gay-Sundbrunnen. Gay-Sundbrunnen, meine Lieben. Gay-Sundbrunnen. Also okay, pass mal auf, ich würde vorschlagen, meine liebe Philippa, wir haben noch Stifte, wir haben diese wunderbaren Käppis und Koksbeutel sind auch noch mit dabei, sehe ich gerade. Also alles dafür, für eine schöne Nacht noch hier nach der Paillette, könnt ihr noch weiter ins Berg reingehen. Schlüsselbänder, ganz, ganz wichtig. Ja. Alle Farben auch. Ja, passt. Ja, passt, ist grün, blau und gelb. Wir können doch die Sachen nachher, wenn es Fragen gibt oder so. Ja. Und da wird eine genommen. Wir haben eine Frage, die toll ist oder weiß ich nicht. Dann gibt es halt diesen tollen Aufkleber. Meine liebe Philippa, übernimmst du gerade die Moderation dieser Show? Oder? Gut, dann wieder ein bisschen Schweige einhorn, ja. So. Weil nämlich...
Weil nämlich natürlich, wenn ihr jetzt Fragen aufschreibt für Philippa Jarke, es gibt nicht nur diverse BVG-Artikel zu gewinnen. Nein, ich werde eine beste, lustigste, süßste oder beschissenste Frage zur Siegerin küren. Und die Person, die diese Frage aufgeschrieben hat, bekommt 2 Freitickets für eine meiner diversen Shows hier im BKA-Theater. Das bedeutet also The Golden Milf, Sisters of No Mercy, Paillette geht immer oder auch Süß und Deftig zusammen mit meiner Tochter Jackie auf Weinhaus. Also von daher guckt dann einfach selber in den Spielplan des BKA-Theaters. 2 Freitickets haue ich heute noch raus, damit die Anregung ein bisschen größer ist, doch bei diesem Spiel mitzumachen. Deshalb bitte schreibt Fragen auf für Wahrheit oder Wahrheit. So, meine liebe Philippa, jetzt möchte ich sagen, wir haben jetzt genug auch über die BVG gesprochen, oder? Ja, wir haben es gut abgearbeitet. So siehst du jetzt auch deine Rolle hier in der Show, dass du einfach hier gut abarbeitest? Nein, aber das war ja sozusagen der offizielle Teil. Ach, jetzt wird es unoffiziell. Mal gucken, was passiert. Naja, was ich dich gerne wirklich fragen möchte, liebe Philippa, ist ja, ich habe ein bisschen die Presse durchforstet, also Google. Und da stand halt, nachdem du dann die Stimme geworden bist, stand halt immer, Transfrau ist jetzt Stimme der BVG. Transfrau, 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 Transfrau. Und ich dachte mir so, okay, wie ist das für dich, wenn du von der Presse letztendlich erstmal reduziert wirst auf Transfrau und dann auf Schauspielerin, Sprecherin etc. pp. Ja, also ich brauche es persönlich nicht, ehrlich gesagt, das immer wieder das in den Vordergrund zu stellen. Was kommt ja sogar noch vor der Berufsbezeichnung sozusagen? Ja, natürlich, das meine ich, ja. Sprecherin, Transfrau, Schauspielerin. Ich finde es, weil eigentlich sollte es doch so sein, dass es überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, oder? Ja, das wäre... Ja. Dein Wort im Schöpfungsohr, meine Liebe. Aber so weit sind wir leider noch nicht in diesem Land oder auf dieser Welt wahrscheinlich auch noch nicht. Ich wüsste nicht, wo irgendjemand schon so weit ist. Aber es ist nun mal der Fall. So. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch einen Bericht gesehen vom RBB, der sehr, sehr piefige Regionalsender hier in Berlin, der RBB, der verstaubt förmlich, sobald man ihn anschaltet. Aber ja, leider. Ich würde so gerne viel mit dem RBB machen, aber der RBB schafft es einfach nicht, am Puls der Zeit zu sein. Aber ja, auch die haben das halt so berichtet, weil auch diese Sache mit nicht männlich, nicht weiblich, die Stimme und so, das war natürlich ein guter Aufhänger für die Presse, oder? Aber hast du das dann versucht, in Interviews irgendwie so ein bisschen zu relativieren und auch deine eigene Meinung vielleicht reinzubringen, von wegen, warum Transfrau, warum geht es hier nicht um mich, sondern warum geht es nur um meine Identität? Ich habe da schon ganz viele Interviewanfragen abgelehnt. Ja, wirklich? Ja. Weil das waren dann was für Interviewanfragen? Naja, man wird dann immer irgendwie so nach vorne geschoben, vor irgendeinen Karren gespannt oder so, ne? Und man wird dann ins Schaufenster gestellt. Und das ist überhaupt nicht meine Persönlichkeit, ehrlich gesagt. Also so, ich brauche das nicht, irgendwie diese Aufmerksamkeit und auch noch für irgendwas, für was zu stehen. Also das tue ich natürlich jeden Tag, ja, wenn ich auf der Straße gehe alleine schon oder auf der Arbeit in der Branche beim Synchron gibt es keine weiteren Transfrauen, jetzt sage ich selber, neben mir. Aber Transfrauen das ist sagen halt, ist ja nicht schlimm. Ja klar, ja? aber so diese Funktion, dass man zu so einer Galionsfigur gemacht werden soll. Oder was so, ja aber auch oder, ganz schön sein kann. Ja, ist es auch, oder? Aber auf meine Art und Weise. Ja. Also ich möchte mich da nicht in irgendeine Funktion reindrängen lassen, nur weil Leute meinen, damit Quote machen zu können oder Geld verdienen wollen damit. Ja. So, das ist überhaupt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ja. Das heißt also, bevor du mit der BVG in die Presse gegangen bist, war das Thema Transfrau so relativ irrelevant für deinen Beruf? Oder kannst du uns ganz kurz mitnehmen vielleicht? Warst du ja im Sportbereich eher tätig. Ja. Ne? Wie fangen wir jetzt da an? Warte. Ich bin natürlich wahnsinnig stolz und froh, dass es jetzt ganz viele Trans-Rollen auch im Synchron gibt, zum Beispiel. Ne? Ja, ja, total. Also so, es wird alles viel diverser. Das finde ich super. Und wenn ich da
meinen Beitrag leisten kann, dann freut es mich sehr. So, und dann macht es, fühle ich auch diese Funktion in dem Punkt. Aber nicht, wenn ich jetzt gegen, weiß ich nicht, in jedes politische Thema mit reingezogen werde, in jede Öffentlichkeitsdebatte irgendwie eine Rolle spielen soll. Oder das mag ich halt nicht. Für mich war es wichtig, den Schritt für mich selber zu gehen. So, das war für mich wichtig, mein Gefühl für mein Leben mir zu holen. Ja, das ist mir völlig klar. Ja? Also so, ich habe, ne, 40 Jahre irgendwo im Verborgenen gelebt, Doppelleben geführt, und das hat sich wahnsinnig unangenehm angefühlt und das hat mich unglücklich gemacht. Und du hast im Vorfeld gesagt, du möchtest nicht unbedingt so viel über dein Privatleben sprechen. Deshalb, jetzt fange ich selber damit an. Ja, nein. Also das nein. ist alles für mich okay. Deshalb, sobald es dir unangenehm wird, bitte dann sag einfach, dann lass uns nicht weiter darüber sprechen. Nein, das ist alles. Aber Stichwort Doppelleben, was meinst du damit genau? Naja, also ich habe, als ich 8 Jahre alt war, habe ich schon gemerkt, dass bei mir halt irgendwas anders ist. Ne? Und ich weiß noch, ich habe mit meinem Cousin, wir haben auch immer Scheiße gebaut, natürlich irgendwie so. Und da war mal so ein Autowrack, was da rumgelegen hat. Wir waren 8, er war 9, ich war 8. Und da drin lag halt ein Pornoheft. Und das ist natürlich so, das ist ein Pornoheft. Und dann haben wir halt irgendwie so wir sind da reingekommen in das Auto. Und haben uns dieses Heft genommen. Wir haben Vorstellungspapier da reingekommen, Leid. Und ich habe dieses Heft gefunden und habe das durchgeblättert und habe da halt eine Transfrau gesehen. Das wusste natürlich nicht, was das ist. Ich war aber fasziniert davon. Interessant. Und für mich war das halt irgendwie, für mich ist so ein Licht angegangen. Hat sich gut angefühlt, es hat gekribbelt, alles Mögliche. Und ich bin mit diesem Heft zu meinem Vater gerannt. Und habe ihm gesagt, so, Papa, was ist das? Guck mal, guck mal. Ist nicht dein Ernst. Du rennst mit einem gefundenen Pornoheft zu deinem Vater. Also gut, wir haben die Scheibe eingeschlagen von dem Auto. Auch das noch so. Egal. Ja, und was man in Klados so macht. Ja. Ne? Wahnsinn, ja. Und dann bin ich zu meinem Vater gerannt mit diesem Heft. Und er war halt cool. Er hat gesagt so, naja, das ist ein Zwitter, so was gibt's. Und war halt so total entspannt damit. So. Also hatte ich schon mal per se kein schlechtes Gefühl mit dieser ganzen Sache, ja, weil er auch so cool damit umgegangen ist. Warte mal, du bist 75 geboren, das heißt, wir sind 4 Jahre auseinander, also wir sind eigentlich auf jeden Fall eine Generation. Ich bin 79er. Aber da hat man Zwitter noch gesagt. Ja, Zwitter, stimmt. Ja, aber du, das ist ja auch das Ding, meine Eltern sind mega entspannt, ja. Können wir vielleicht auch noch Glückwunsch dazu? Also Glück, ja, danke. Bitte. Wie das passiert, also so mein Outing, wie das dann vonstatten gegangen bitte, ist. Bitte, ich bin, also bin ich voll dabei, I'm all in, meine Liebe. Ja? Alles gut. Nur war das bei meinen Eltern einfach im Freundeskreis so oder auch im Familienkreis, dass wir da keine Kontakte zu oder Freundschaften mit Homosexuellen hatten oder so. Meine Eltern waren immer total entspannt damit, das war aber einfach nicht so. Ja, so gibt es halt auch, und dass es halt einfach nicht präsent ist. Also meine Eltern hatten auch überhaupt gar keine Bekanntschaft mit, sagen wir mal, homosexuellen Menschen. Ich weiß noch, meine Eltern waren oder sind immer noch Mitglieder in einem Schnauferclub. Weißt du, was ein Schnauferclub ist? Die fahren einen Oldtimer. Und dann ist es so ein Altherrenclub, wo man mit seinen Oldtimern dann in den 80er Jahren so Rallyes gefahren ist und so. Also total zarres Hobby tatsächlich so. Meine Eltern mit so Kappen dann auf und in so einem Cabrio. Also naja, so bin ich groß geworden mit so alten Autos und halt Männern, die an Autos schrauben. Mhm. Und da waren aber immer 2 schwule Männer in dem Club. Okay. Ich als kleiner Steppke, so von 7, 8, 9 Jahren, ich wusste sofort, mit den beiden ist da irgendwas, was mich wahnsinnig interessiert. Mhm. Ja? Man hat ja so Antennen natürlich. Ne? Bei mir war es Mary und Gordy. Ach ja, ich bitte dich. Oh, Mary und Gordy. Also es waren ja, oder auch, toll, dass du auch Berliner bist, als es noch das Chinu gab. Hast du das Chinu damals auch als Jugendliche oder als Kind mitbekommen? So ein Travestielokal, so gar ein klassisches. Nicht. Nee. Aber die Geschichte erzähle ich ihr später. Egal. So, also deine Eltern, also das war damals so, man hat nicht so, heute ist die Gesellschaft ja viel offener, was Bekanntschaft noch anbelangt. Ja. Das war nicht. Gerade West-Berlin, super piefig. Ja. Und deshalb hatte ich sozusagen eben dann auch
damit quasi nichts zu tun. Ja, ja. Oder keine, mein Onkel oder irgendwer, der mich mal zur Seite genommen hätte oder so, da ist doch irgendwas im Busch. Oder der meine Eltern vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht hätte, irgendwas, aber das gab es halt alles ja. nicht. Deswegen habe ich im Prinzip 30, 35 Jahre damit, bin ich da mit alleine schwanger gegangen und habe da irgendwie keine Kontakte gehabt. Habe auch wahnsinnige Angst gehabt. Ich habe immer große Verlustängste gehabt, dass ich Freunde verliere. Wenn dich dein Coming Out. Genau, wenn ich da mich dem gegenüber öffne, so oder jetzt als oder, Trans oder als Schwul oder was? Ja, oder das welches weiß Coming Out man sprechen nicht mehr. Also ich hatte ja? in der Pubertät natürlich auch meine Erfahrungen, aber ich für mich war das dann immer irgendwie mit wie gesagt mit großen Ängsten verbunden und deswegen lief das immer alles heimlich ab und ich habe dann auch mir Freundeskreise gesucht, wo das einfach auch kein Thema war. Also ich habe dann angefangen ja auch Hip-Hop-Musik zu machen und war dann mit wirklich auch mit ganz schlimm homophoben Menschen auch irgendwie die ganze Zeit zusammen. Wobei ich sagen muss, dass viele von den Leuten, wo ich das nie gedacht hätte, die halt auch in ihren Texten darüber irgendwie so negativ gerappt, ja, okay. Schwuchtel und weiß ja. nicht alles. Die waren total cool. Ich habe einen Freund, der ist wirklich so ein harter Kerl, so ein harter Junge, so ein Straßentyp halt einfach, Gangster auch wirklich, der mich sofort angerufen hatte, als er es gehört hat, als ich mich dann geoutet hatte. Und der war halt sofort so, hey, Killer. Warte mal, Moment. Was habe ich gehört? Hey, Killer. Ja, yeah. Was habe ich gehört? Was, stimmt das? Und ich so, ja. Und ich dachte halt so, oh Gott. Ich bin bei dir in der Ecke. So, nein, wirklich, okay, komm jetzt runter. Und dann meinte ich irgendwie, sagte ich so, okay, dann, okay, wer weiß, was passiert, mach dir keinen Kopf, komm runter. Und dann bin ich halt runtergegangen und dann stand er da irgendwie so an der Ecke und hat mich angeguckt, warte mal, du bist doch Schauspieler. Bist du jetzt Mrs. Doubtfire? Meinte er irgendwie nicht so, nein, es ist wirklich, wirklich so, wie ich es dir gesagt habe. Okay. Wirklich nicht, Mrs. Doubtfire? Nee, wirklich nicht, alles cool. Und alles klar, komm her, ich lieb dich. Und oh, wie das süß die Geschichte ist. Wie ja, süß. Aber mega, mega entspannt. Also so von Leuten, wo du halt einfach denkst, okay, nee, da wird das auf gar keinen Fall was. Genau das Gegenteil. Ja, man ist dann immer so voreingenommen selber und ich ärgere mich dann manchmal so, dass gerade die Menschen, wo ich so denke, oh weia, der wird jetzt schwierig, dass sie dann total offen sind. Und irgendwie so, ja, und das war ja bei meinen Eltern und, dann auch so. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Da bist du wirklich gesegnet. Mama, weil Papa. Es gibt, also liebe Grüße, wie heißen die beiden? Ralf und Verena. Ralf und Verena, alles richtig gemacht. Weil nämlich, ich habe so, also ich weiß nicht, ob du auch auf Instagram oder so Zuschriften bekommst, die so von Menschen, die eher auf dem Land wohnen, die ganz Deutschland verteilt so. Ich bekomme so oft Zuschriften, wo so drin steht, ich bin so, hey, also das Klischee, hey, ich bin der einzige Schwule im Ort, weißt du so? Aber das ist halt einfach so. Und dann steht da so drin, ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Meine Eltern, ich habe keine Freunde, die irgendwie, ich traue mich nicht und ich bin so alleine. Aber ich sehe irgendwie dich im Internet und das macht mir irgendwie Hoffnung oder Mut, dann irgendwie doch schon mal irgendwie rauszukommen und so. Und ich denke so, wie krass, also wie privilegiert auch dann einfach ich aufgewachsen bin, auch mit so einem Elternhaus. Ja. Bekommst du solche Nachrichten eigentlich auch? Ja, ja? Bekomme ich auch. Ja? Also vor allem nach diesem TikTok-Video, es gab mal so ein TikTok-Video von mir, wo ich von so einem spanischen Journalisten, der sich wahnsinnig für Transrechte einsetzt, Aktivist ist, der hatte mich interviewt und da ging es auch um die BVG oder die Synchronbranche und ich sollte dazu was erzählen und da war ich halt offen und das ging dann viral und das ging einmal irgendwie wirklich um die ganze Welt. Das hatte irgendwie 1,5 Millionen Views oder meine so. Güte, okay. Ich bin überhaupt nicht so Social Media mäßig drauf, aber dieses Ding ist halt wirklich total durch die Decke gegangen. Ja. Und da kam aus der ganzen Welt kamen dann Zuschriften. Das hat mich auch wirklich berührt. Und beantwortest du dir denn alle oder wie geht man damit um dann? Nee, also geht gar nicht. Es geht gar nicht. Okay. Das ist einfach, das war zu viel. Aber wenn ich jetzt Zuschriften bekomme auf Insta oder so, da
halt auch, da bin ich nicht so aktiv, aber da gucke ich schon immer wieder rein, benutze das mehr so als Visitenkarte und da schreiben mir auch Leute und die beantworte ich eigentlich alle. Ja, ich meine, dass du nicht so aktiv bist auf Insta, habe ich gemerkt, du hast ein paar Wochen gebraucht, um mir auf meine Nachricht zu antworten. Aber ist nicht so schlimm, bist ja trotzdem hier gelandet, meine Liebe. So, aber ich möchte gerne, bevor wir weitermachen, möchte ich gerne euch nochmal an die Livestream-Tickets im Internet erinnern, meine Lieben. Ich weiß, ich frage euch nach eurem Geld, aber ja, ich bin auch knallharte Kapitalistin und möchte gerne diesen Livestream einfach ein bisschen finanzieren können. Deshalb, gute Unterhaltung bedeutet auch finanzielle Wertschätzung. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, weil es nicht jeder kann sich das leisten, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wer 5 Euro übrig hat, meine Güte, es tut euch nicht weh und uns hilft es ein bisschen, hier weiterzumachen. Außerdem möchte ich euch gerne noch darauf hinweisen, dass die nächste Paillette geht immer am 6.4. stattfinden wird. Und zwar, und da freue ich mich sehr drauf, mit meiner Kollegin Stella Destroy, ihres Zeichens auch eine Drag Queen. Und ich mache diese Show seit 9 Jahren, wie gesagt, und die war noch nie in meiner Show. Und ich denke mir so, warum eigentlich? Weil die hat nämlich auch einen tollen Weg hinter sich. Sie war früher ein ganz furchtbar anstrengendes Monster, muss ich sagen. Und ist jetzt wirklich eine herzensgute, hilfsbereite und Frau mit großem Herz geworden. Und deshalb freue ich mich sehr, mit ihr zu schnattern. Und sie bringt auch ihre Ukulele mit. Und am 14.04. Gibt es Süß und Deftig mit meiner Tochter Jackie O'Weinhaus drüben im großen Saal. Und dort wird unser Gast sein, Felix Jähn, seines Zeichens DJ und Musikproduzent. Also mal ein richtig prominenter und nicht nur Stella Destroy, merkt er jetzt schon, ja? Und nein, da freuen wir uns sehr drauf, wie das so wird. Und bitte schreibt Fragen auf für meine Gästin Philippa Jarke, weil nämlich, ich möchte sagen, ich würde einsammeln so in so 5 bis 10 Minuten. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Und ich erinnere euch daran, ihr bekommt sämtliche Merchandising-Artikel von der BVG und noch 2 Freitickets für eine meiner Shows. Meine liebe Philippa, wie gefällt es dir bislang hier bei mir? Fantastisch. Fantastisch. Jetzt habe ich mich eingegroovt. Ist überhaupt erst meine erste Live-Show überhaupt. Ja, aber wurdest du noch nie irgendwie bei 3 nach 9 eingeladen oder wie die ganzen scheiß Talkshows heißen? Ich mach das nicht. Du machst das nicht. Warum nicht? Weil du dich so ungern exponierst. Also vielleicht bei einem Thema, was mich wirklich interessiert, wo ich vielleicht auch wirklich was zu sagen habe. Aber einfach nur Screentime zu bekommen, um irgendwie... Interessant. Das interessiert mich null. Das ist mir ein Konzept, was mir völlig unbekannt ist. Also ich gehe sofort in jedes Format, was mir angeboten wird. Ja? Ja. Da sind wir doch sehr unterschiedlich. Ja. Also mich interessiert das wirklich gar nicht. Oh, das ist ja toll. Ja. Und du wirkst trotzdem glücklich. Ne? Ja, was ist da los? Aber hier sind ja auch wirklich toll, ganz viele tolles Leute. Tolles Publikum, meine Lieben. Aber oder? Ja. Oder sind die toll? Ja. Ja. Und deshalb, also ich meine, das macht es so viel aus, weil die halt einfach so, ich meine, manchmal sind die auch wahnsinnig dumm, muss ich wirklich sagen. Also, aber das kommt dann, manchmal habe ich hier so eine Busladung, wo ich so denke, die hatten gerade frei irgendwie, weiß nicht so genau, aber heute sind sie wieder ganz toll, oder? Ja. Also von daher, wir machen noch ein bisschen weiter, meine Liebe. Lass uns einfach jetzt kurz abhaken, ja. Du bist jetzt eine selbstbestimmte Frau, du bist im Leben, du bist glücklich mit dem jetzt, was du erreicht hast, ja, kann man das stolz. So sagen? Ja. Stolz ja, klar. Auch? Ja, natürlich. Ist ja auch ein Traum, ne? Also ja? So, es war ja auch immer mein Traum, zu spielen oder nur funktioniert das halt nicht, wenn du nicht... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich spiele eine Rolle, um dann eine Rolle zu spielen. Und das funktioniert halt nicht. Du musst schon bei dir sein, ach so, du meinst, irgendwas zu verkörpern. Als Schauspielerin. Als Schauspielerin jetzt, ne? Ja, und du spielst eine Rolle. Oder im Synchron dann, oder so. Ja. Ne? Also wenn du dann da hinkommst und irgendwie gummiartig versuchst, als Kerl dann da irgendwie aufzukreuzen. Aber du kannst es sehr gut, ja, dann viel besser als ich. Ja, klar. Aber das hängt ja damit mit so einer inneren Haltung zusammen. Und wenn du dann flatterig bist und irgendwie nervös, aufgeregt, was weiß ich, weil du halt einfach das an dem Tag nicht bieten kannst, nicht abliefern kannst und sollst dann in irgendwie eine Rolle schlüpfen,
Geht nicht. Dann funktioniert, das beißt sich, das funktioniert einfach nicht. Und du kommst jetzt gerade aus Köln, du bist gestern Abend oder heute aus Köln wiedergekommen. Heute. Du hast gedreht eine neue Serie für ZDF Neo. Ja. Die heißt... Let's Share Baby. Let's Share Baby, ja. Okay. Wie war nochmal dein Reiter in der Kartei? Wie war das nochmal? Yeah, Baby. Gut, ich merke mir das. Yeah, baby. Oh. Du hast da gedreht, du hast eine relativ große Nebenrolle gespielt, kann man das sagen, oder schon eine Hauptrolle? Nein. Nein. Also es ist schon eine kleine Rolle, würde ich sagen, aber eine präsente Rolle, die auch wichtig ist für die Geschichte. Du bist eine Barbesitzerin. Ich bin eine Barbesitzerin. Ja? Es geht um Co-Parenting. Was ist das? Co-Parenting ist, wenn sich Personen, die Kinder haben wollen, aber nicht können, weil sie homosexuell sind vielleicht und können kein Kind bekommen, dann eben eine Leihmutter sozusagen engagieren oder finden. Ich verstehe, okay. Ja, oder eine alleinerziehende Frau oder möchte halt gerne einen Partner finden oder sowas. Habe ich verstanden. Dann kommen sie zu mir, zu Alexis heißt die Dame. Ach, zu dir in den Club in da, das ja? Café, weil das Alexis Café sozusagen eine Plattform bietet für diese Menschen, Gruppen organisiert, Du heißt Kontakte da Alexis. Knüpft. Alexis. Yeah. Das ist aber auch ein sehr wilder Name, muss ich sagen, Alexis. Vielleicht sage ich das jetzt auch nur so wild. Oder Alexis. Redest du da auch mit dem Howard Carpendale-Sprecher? Nein. Oder? Nein, okay, gut. Okay, interessant, Alexis. Die kommen zu dir, lassen sich beraten. Oder ja, so. Und ja, ich biete da Kurse an und Therapiegruppen. Und im Prinzip ist es auch dieses Café, was man immer, oder die Bar, was man immer so aus Serien kennt, wo sich halt alle Hauptcharaktere dann immer treffen. So wie Daniels Bar bei GZSZ damals. Ja, genau. Okay. Wer es noch kennt, ich meine, das ist ja schon 35 Jahre her wahrscheinlich. Hast du damals Soaps geguckt, so in den 90er Jahren, so unter uns, GZSZ, Verbotene Liebe? Nein. Nein. Was hast denn du bitte in den 90ern sonst gemacht? Oh, ich habe da so ganz viel amerikanische Serien, Roseanne habe ich immer geguckt. Ach, Roseanne habe ich geliebt. Ja, ich auch. Oder? Ja. Ja. Und ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber zum Beispiel, ich habe neulich, die wiederholen jetzt auf RTL, der Sender, dessen Name nicht genannt werden darf, da wiederholen die jetzt gerade Eine schrecklich nette Familie und das ist ganz schlecht gealtert. Ganz schlecht gealtert. Also ich habe schon lange nicht mehr so eine geballte Frauenfeindlichkeit gesehen wie in dieser Serie. Also so, da geht es nur darum, sexy Alte, die will ich durchficken und wenn sie nicht will, dann ist sie halt eine hässliche Fette und lesbisch. Also so ist das Credo dieser Serie und ich denke so, krass, und das war aber so in den frühen 90ern mal lustig. Ne? Absolut. Ja. Und Bud Bundy ist so 50 geworden gerade. Also Bud Bundy, der Sohn, den fand ich aber früher mal sexy. Ja. Ja? Wer fand, nein? Nein? Ach komm, der war schon ein bisschen süß. Meine Güte, was ist denn hier? Fand den niemand sexy? Ja gut, okay, ich meine, ich hatte auch. Aber wer immer sexy war, der Freund von Darlene bei Roseanne. Der dann bei Big Bang. Der bei Big Bang, der war nicht mehr sexy, aber der war früher, David hieß er, glaube ich. Der, kann sein. Da war der immer sexy. Ja gut, wir sind jetzt total abgeschweift, wie dem auch sei. Das habe ich geguckt. So Soaps oder so Lindenstraße habe ich gerne. Immer, irgendwie, das war immer so dieses Sonntagsprogramm von meiner Mutter auch. Ja, und mit ihr habe ich dann auch Lindenstraße gesehen. Gut, ich möchte gerne noch was mir noch wichtig ist. Also ZDF Neo können wir sehen, irgendwann wahrscheinlich Ende des Jahres. Ende November. Jahres. So, jetzt synchron. Pass auf, bevor wir dann in die Zettelage gehen. Synchrone. Ja. Du bist ja auch Synchronregisseuse. Ja. Ja. Und aber auch, du machst viel Synchron. Du bist zum Beispiel, du warst die Stimme oder bist die Stimme von, wo war das? Sag mir mal kurz. Laverne Cox zum Beispiel. Auch. Ach, von Laverne Cox auch. Ja. Du bist das. Aber da sprichst du aber höher als deine normale Sprechstimme, nicht. Oder? Nein? Die ist eher so, hi, Baby. Wie geht's dir heute? Man wird gleich ein bisschen anders, mein Baby. Ja. Toll. Ach, was du mit deiner Stimme machen kannst, ja. Aber Abril Zamora. Abril Zamora. Hab ich noch nie gehört. Aber oh, ich weiß es nicht, Mann. Nein, warte doch mal. Nee. Aber das möchte ich nicht wissen. Zwar, das habe ich heute gesehen. Du hast doch auch hier sowas wie hier dieser Mann, der jetzt mit der zusammen ist, die früher mit
Bruce Willis zusammen war. Wie heißt die, die mit Bruce Willis flirtet? Demi Moore, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, yeah. Genau. Den hast du auch gesprochen, hab oder? Ich auch gesprochen. Ja, wie kommt denn, warum denn Ashton Kutcher? Und also oft oder warst du nur so eine... Nur in einer Serie. In einer Serie? Nur in einer Serie. In der Two and a Half Men oder was? Nein, in... Nee, schade, es wäre viel Geld gewesen, oder? Ja. The Ranch. Nur The Ranch, das ist eine Netflix-Serie. Da gab es drei Staffeln. Ach, das war relativ neu dann auch, ne? Das ist schon länger her, 10 okay. Jahre oder so. 10 Jahre? So ja. Lange gibt es schon Netflix? Ich glaube ja. Das ist ja hoch. Was haben wir jetzt? 2024. Nee, stimmt, du hast recht. Es war später. Es war so. Naja. Aber nicht viel später. Nee, 2015, ja. 2016. Sowas. Ja, gut, okay, ist auch scheißegal. Synchron. Was? Weil du stehst da, aber jetzt, wo ich dich ein bisschen näher kenne, ja, das gefällt dir natürlich. Du wirst nicht gesehen, stehst im dunklen Raum, genau. Stehst in der Öffentlichkeit, aber kannst trotzdem mit deiner Stimme in die Öffentlichkeit ja. Kommen. Das ist schon so deins dann, ne? Total. Das interessant, da habe ich mich ne? Auch dann am wohlsten gefühlt. Also jetzt fühle ich mich auch vor der Kamera. Oder ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Wie ist das jetzt am Set? Das und wie ist es? Super. Ja? Ja. Ja? Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich einfach total entspannt sein kann. Und Ich muss sagen, letztes Jahr habe ich auch für ZDF Neo eine Serie gedreht, Krank heißt die, ist eine Medical Drama Serie und spiele da eine Nebenrolle auch, ein Patient, der eingeliefert wird, mein Bein wird amputiert. Ganz schlimme Geschichte. Und ich muss, ja, mir wird die Gallenblase auch weg. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also wirklich, ich hatte noch nie so viele Schmerzen wie in dieser Serie. Ich habe auch nur gelegen die ganze Zeit. Ich musste nicht einmal laufen in der ganzen Serie. Egal. Aber was ich da schwierig finde, ist, wenn man in diesem Kosmos der Schauspielerei ist und man wirklich jetzt eine Rolle hat, die auch über mehrere Episoden irgendwie stattfindet, man wird von vorne bis hinten gepampert. Dir werden die Schuhe angezogen, dir wird die Wärmejacke gereicht. Wenn dir kalt ist, bekommst du hier und die Wärmepads, Wärmesohlen. Hast du Durst, hast du Hunger, musst du aufs Klo, groß oder klein, alles wird dir abgenommen. Ja, ist so. Also, okay, gut, der Arsch musst du mir selber abwischen. Und das war für mich ehrlich gesagt komisch, weil ich so dachte, ich kann das auch selber machen. Aber dann hat dann die eine gesagt, die eine Kostüm-Mausi sagt so, nee, das machst du bitte nicht selber, weil das ist mein Job, ich werde dafür bezahlt. Und die nimmst du mir bitte nicht ab, das ist mein Beruf. Und ich dachte so, okay, ich verstehe genau, was sie meint, aber mir war es unangenehm, mich anziehen zu lassen. Ja. Ich bin ja nun nicht irgendwie Kaiserin Sissi in der Hofburg, so, sondern, weißt du, wie gehst du mit sowas um? War das bei dir bestimmt auch so, oder? Ja, das ist also so, wie du sagst, ne? Ja? Jeder hat da so seine Funktion und... Eigenen Wohnwagen auch natürlich, ja. Ne? Ja. Also ich finde es toll, wenn da... die an mir rumzuppeln und da irgendwie mich noch ein bisschen schminken hier und da und dies und um mich herum scharwenzeln, gefällt mir, ehrlich gesagt. Natürlich, aber, das Ego wird aber, gestreichelt ohne Ende. Trotzdem ja? Ist es, glaube ich, immer eine Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Ja. Also so, ich bin jetzt nicht dann irgendwie scheiße zu denen oder so, weißt ja, du, was ja auch durchaus passiert. Davon gehe ich ganz stark. Dass man irgendwie, für mich sind alle Menschen gleich und ich versuche auch zu allen irgendwie ein nettes Verhältnis zu haben. Auch zu Beatrix von Storch? Weiß ich nicht. Nee, natürlich nicht. Zu der nicht. Ich wollte nur eine Zote machen. Entschuldigung. Oh je. Kein Platz für Neonazis, meine Lieben. No. Ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal die Zettel ein. Dann haben wir das schon mal. Nein, ich lasse einsammeln. Und ich möchte gerne, du trägst so ein wunderbares Paillettensakko. Möchtest du vielleicht meine Einsammeldutte bedienen, meine Liebe? Dann komm doch mal auf die Bühne, mein Schatz. Und dann stelle ich dich mal vor. Ein Applaus. Ach Gott, du bist ja auch noch so ein großer Mann. Wie heißt du denn, mein Schatz? Ich bin sie. Das Mikrofon nimmt man mir nicht aus der Hand. Wie heißt du denn, mein Liebchen? Ich bin Sebastian Kropp. Sebastian, ach, mit Nachname gleich. Natürlich. Sebastian Kropp. Na klar. Ja. Oh Gott, ist das süß. Warte mal ganz kurz. Du bist ja süß. Sebastian Kropp. So, hast du schon mal eine Einsammeltutte bedient? Nein, noch nicht. Noch nicht. Das ist wunderbar. Einmal ist immer das erste Mal, meine Liebe.
Schau mal hier. Die ist, die müsste mal durchgebürstet werden. Habe ich jetzt aber keine Zeit zu gehabt. Wo ist denn hier eigentlich der Eingang? Schau mal hier. Und hier ist das Fach, in dem du die Zettel dann hineintust. Ach, du hast schon gleich... Oh, du bist so patent. Ja, Wahnsinn, meine Liebe. Dann gebe ich dir mal zu guten Händen die einsame Dutte, Sebastian Kropp. Und ich schicke dich jetzt mal rum und dann kommst du wieder, wenn du fertig bist, ja? Doch, du kommst wieder, mein Schatz. Viel Spaß dabei erstmal. Kennst du den privat? Nee. Philippa, du hast doch gesagt, den Sebastian du kennst Kropp? Ja. Nee, ihn kenne ich nicht. Hast du nicht gesagt, du kennst den? Nee. Die zwei hier vorne, die... Ach, die beiden da... Ja. Wer sind die denn jetzt? Volker und Helen. Volker und Helen, die waren auf deiner Gästeliste? Nee, nur die zwei. Ach so, nur Enrico und Sabine. Die haben sich ja die Karten gekauft. Ihr habt euch die Karten gekauft? Oh, vielen Dank. Dann doch, Ferienwohnung, es geht jetzt klar, Klausi, auf Gran Canaria. Wer sind die beiden? Das sind Freunde von meiner wundervollen Freundin Steffi. Ja, wie viele Freunde denn hast du? Naja, das ist ja Wahnsinn. Ist, man muss ja ein Hallo Steffi, dieses Taschen, ist das ein Handy oder ein Taschenband? Da ist das Handy dran. Nein, eine Kette, ja. Und die beiden daneben gehören aber auch zu das Steffi? Ja, die gehören zu Steffi, genau. Ja, und die haben aber keine Namen. Oder du weißt die Namen nicht, ja? Ich weiß die Namen jetzt gerade nicht, das tut mir sehr leid. Ich würde sagen, du siehst aus wie ein Christoph und du bist eine Sandra? Nein. Nadine. Na, sag ich doch. Irgendwas anderes Französisches, genau. Und Christoph, wie heißt du? Stefan. Sag ich doch. Nadine und Stefan, Sandra und Christoph, meine Güte. In Bielefeld heißen sie alle so. So, also... Entschuldigung, kommt ihr noch mal wieder meine Show? Oh, das war toll, Sven. Du bist so... Ein Applaus für Steffi, für Sebastian Kropp. Danke, mein Schatz. Sebastian Kropp, als Belohnung, möchtest du gerne etwas trinken auf Kosten des Hauses, meine Liebe? Zwei Sekt bitte für Sebastian Kropp in Reihe 2. Ich mag ja freche Menschen. So. Zwei Sekt. Die waren nur für dich, ne? Er kriegt natürlich. So, meine Liebe, bist du denn jetzt bereit für mein kleines Spiel? Ja? Dann kommt Sven, fahr die Matz ab! Wahrheit oder Wahrheit? Toll, oder? Toll, oder? Also, ich würde sagen, da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen mit den rechtefreien Sounds auf so einer Billion-Webseite, wo ich die ganzen Scheiß herbekomme. So, meine liebe Philippa, du passt bitte auch selber mit auf, wenn dir eine Frage besonders gefällt. Noch eine kurze Anmerkung, meine Lieblingsfrage war bislang, seitdem ich dieses Spiel spiele, die hat auch dann gewonnen natürlich, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Braucht ein bisschen manchmal. Fand ich toll. Und? Weiß man nicht genau. Alles weiß klar. Auch nicht. So. Was macht dich... Ach, scheiße, ich habe meine Brille nicht mit bei. Na, egal. Was macht dich glücklich? Schöne Frage übrigens. Schöne Frage. Ruhe. Natur. Natur? Das heißt, du fährst gerne... Also hast du irgendwie so ein Idyll, wo du gerne dich zurückziehst? Ja, oder? Also ich... Ich komme ja aus Klado, ne? Da bin ich aufgewachsen, Seen, Wälder, die Ruhe des Waldes. Ich liebe es, in den Wald zu gehen. Und also Waldbaden machst du dann auch? Waldbaden? Auch, ja, klar. Wirklich also, jetzt? Waldbaden? Sagt man nicht Waldbaden dazu, so Menschen, die so... Waldbaden? Ja? Also, ja, sagt man das? Nadine sagt ja. Und ja, wenn Nadine dann, ja sagt, dann hat es Hand und Titte, meine Liebe. Dann ja. Waldbaden. Waldbaden. Ja. Waldbaden macht mich wahnsinnig glücklich. Nein, ach Gott, lass uns einfach weitermachen. Oh,
ist ein großer Zettel hier, meine Güte. Kannst du dir vorstellen, dann hat sich die Person verschrieben und hat dann Herz drüber gemalt. Ganz. Ja. Was stand da mal? Man kann es nicht mehr genau sehen. Kannst du dir vorstellen, eine queere Bar zu eröffnen? Fragezeichen, das wäre grandios. Punkt. Dann ja. Philippa. Was habe ich ja jetzt weiß, in dieser Serie auch. Ja, du, ich weiß, du bist nicht, deine Expertise, was Talkshows anbelangt, ist sehr, sehr klein. Hat die doch gerade gesagt. Fragen nur mit Ja oder Nein zu beantworten, ist wahnsinnig beschissen. Okay. Ja? Ich könnte mir vorstellen, im ganzen Satz, ich fange doch mal mit dem ganzen Satz an. Ich könnte mir vorstellen, eine queere Bar zu eröffnen. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mache ich mir jetzt Gedanken darüber? Ich beantworte die Frage nochmal am Ende. Ja, okay, alles klar. Musst du auch nicht. So toll ist die Frage jetzt auch nicht. Aber queere Bar, du weißt schon, was du dir da für einen Klotz ans Bein bindest. Eine Bar, also so Gastronomie. Ich meine, frag das BKA-Theater, da gutes Personal zu finden. Ich meine, wir haben Jan und das war es halt letztendlich auch, ja. Nein, Jan ist das gute Personal. Ja, der Rest ist Ausschuss. Und das ist halt schon schlimm auch, ne? Also so wie du es jetzt gerade beschreibst, überlege ich mir das dann... Horror, meine Liebe, ja. So, was wäre deine Traumrolle? Meine Güte. Meine Traumrolle? Man freut sich ja immer, wenn man so komplett gegen den Strich besetzt wird, ne? Also so, ich bin ja von... ich glaube, ich bin ein wandelndes Liebespaket. Also vielleicht mal so ein Hassmenschen. Ein wandelndes Liebespaket? Ja. Wie äußert sich das? Also, ich brauche Harmonie, ich brauche Frieden, ich brauche gute, positive Gefühle, die ich mit anderen teilen kann. Und dann wohnst du in Berlin? Na, deswegen gehe ich auch so gerne Waldbaden. Ja. Oh, weil da habe ich jetzt aber wirklich den Samen gesetzt, meine Liebe, mit dem Waldbaden. Also vielleicht dann mal eine Person, die das Gegenteil davon ist. Beatrix von Storch, wir sprachen schon über sie. Wäre doch mal eine tolle Rolle, oder? Auch die Haare wären bestimmt toll. Tja. Ja, okay, gut. Verstehe ich aber total. Musstest du Eichel synchronisieren? Eichel? Eichel. Soll das Eichel heißen? Von wem ist die Frage? Ja. Was ist also jetzt das Ding vom Baum oder Hans Eichel, der Ex-Finanzminister von... Ja, genau. Ob ich Hans Eichel synchronisieren muss? Sag mal, spinnst du? Was? Hans Eichel? Hast du irgendwas mit Hans Eichel zu tun? Überhaupt nicht. Wie kommt denn... Saallicht an, Sven. Wer hat denn jetzt... Wer hat denn diese Frage jetzt gestellt, bitte? Warte mal, was meinst du genau? Nee, warte mal, der braucht eine Stimme. Warte bitte ganz kurz. Kurzes Kleid. Ich trage ja ausschließlich Schals als Outfits. Nein, tut mir leid, also wer so beschissene Fragen stellt, der muss natürlich damit rechnen. Dankeschön. Meine Güte, hier ist aber auch wirklich eine queere Reisegruppe ausgebrochen. Meine Güte, ich sehe euch ja jetzt erst. So, hallo, dich kenne ich sogar. Ja. Schon ganz lange. Woher kennen wir uns nochmal? Aus dem Hobby. Ach Gott, stimmt. Ja. Dein Name war nochmal irgendwas... V-Team. Was? Können wir das bitte schneiden? Okay, ist auch egal. So, Tim. Tim, hallo Tim. Eichel, was meinst du jetzt genau? Tatsächlich habe ich so viel Alkohol getrunken, dass ich mich nicht mehr erinnere, warum. Aber sie hat... Eichelherr. Sie hat die Eichelherr-Geschichte gesagt. Ja, das Eichelherr, das von der U-Bahn überfahren wird. Das war die Geschichte. Ja. Und musste sie Eichelherr synchronisieren? Was für eine beschissene Frage. Also wirklich ganz ehrlich. Siehst du, und das meine ich, wenn das Publikum halt scheiße ist, ne? Kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, wir machen einfach weiter. Da kann ich jetzt aber nur Nein sagen. Also ein Wort, auch weil du gerade gesagt hast, das ist scheiße in den Talkshows.
immer in ganzen Sätzen, aber nein. Soll ich dir was sagen, Philippa? Du musst nicht alles ernst nehmen, was ich sage. Du musst nicht Waldbaden gehen, darfst auch gerne einsilbig antworten. Ich kitzel schon alles aus dir raus. Okay. Sei einfach du selbst. Lass dich gehen, meine Liebe. Ich versuch's. Ja, das machst du alles sehr, sehr gut, oder? Sie macht es doch hervorragend. Ja. Ich weiß ganz genau. Und deshalb, ich weiß ganz genau, wie einschüchtern ich wirken muss, weil ich halt so forsch bin hier auf der Bühne. Ich habe immer was zu sagen, ich habe immer eine Antwort. Das muss, glaube ich, das kann sehr einschüchternd wirken. Und das sagen mir immer ganz viele. Ich weiß nicht, wie du das findest. Eigentlich nicht. Oh. Weil neben dir wirklich ja mal endlich ein bisschen klein und mäuschenmäßig, weil du bist ja so groß. Das hat mir noch nie jemand gesagt, wirklich. Ja. Ja, warte mal ganz kurz, ich habe hier gerade Fragen. Es gibt einen Touri... Warte mal, Sven, warum hast du das reingeschaltet? Weil da gute Fragen drin sind, oder? Ich bin froh, erfahren zu können, was für eine tolle Persönlichkeit sich hinter diesem Berliner Wahrzeichen versteckt. Viele Grüße aus Tschechien. Das ist doch großartig. Das ist doch wirklich sehr, sehr süß. Liebe, liebe Grüße zurück. Und es lohnt sich immer, die Paillette zu gucken. Das muss ich wirklich nochmal sagen. Was synchronisierst du noch außer Ashton Kutcher und Laverne Cox? Abril Zamora synchronisiere ich zum Beispiel noch. Seine spanische Transfrau. Ja, die kenne ich, glaube ich, nicht. Die ist ganz toll. Das sind so, das ist ein bisschen peinlich. Was denn? Die hat einen Film gemacht mit Sophia Loren, aber ich weiß den Namen jetzt leider Lebt nicht mehr. Die noch? Sophia Loren, ja. Das war ihr letzter Film. Die muss ja, 140 die mittlerweile toll. Sein. Also Abril Zamora heißt die gute Dame. Okay. Ja? Ja, mal reinschauen. Gut, Anjo Jessica. Hattest du schon mal im Paillettenfummel Durchfall? Weißt du? Wir sprachen über Scheißpublikum. Jetzt ist es gerade wieder da. Aber die Antwort ist ja. So, weiter geht's. Jessica, also Leute, was antwortest du dem einzigen Gay im Dorf? Oh, okay, verstehe. Gute Frage eigentlich. Also das kommt aber darauf an, auf wie emotional die Frage ist tatsächlich. Aber ich sag halt immer sowas wie, es ist alles im Moment gar nicht so schlimm, wie es für dich gerade ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, rückwirkend betrachtet, es gibt für alles immer einen Ausweg tatsächlich. Man darf einfach nur nicht verzweifeln, sondern man muss nach vorne gucken und muss für sich irgendwie einen Weg finden, um glücklich zu werden. Und das ist immer so, dass so dahingesagt, glücklich sein, glücklich werden, wer ist schon dauerhaft glücklich? Also das sind vielleicht Menschen, die im Wald baden, ja? Aber ansonsten ist es natürlich auch ein schwieriges Unterfangen. Aber trotzdem bei sich bleiben, vielleicht einfach auch nicht darauf hören, was andere sagen und denken, das ist total schwierig. Und einfach auch vielleicht aus dem Dorf wegziehen und gucken, dass man halt einfach in eine große Stadt zieht, wo halt die Gesellschaft diverser ist. Weil das macht so viel einfach aus, wenn man halt Menschen um sich hat oder wo man weiß, man ist einfach nicht mehr alleine. Weil sich alleine fühlen ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber das erfordert schon auch eine Menge Mut. Ja, natürlich. Also jeder Mensch ist halt irgendwie so charakterstark, dass man sagt, okay, jetzt ziehe ich weg oder jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Also man muss schon in sich versuchen, die Stärke zu finden. Ja. Erstmal für sich die Sachen auch wirklich so zu akzeptieren und auf den Tisch zu legen und sich selber lieb haben. Und dann findet man den Mut und die Stärke, in eine andere Stadt zu ziehen oder nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, ja, es ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ich fühle mich so wohl, alles ist gut. Und das ist nicht so einfach. Aber und vielleicht aber auch es in Erwägung ziehen, sich nahen Menschen, wo man denkt irgendwie, die werden nie verstehen, wer ich bin oder wie ich bin, sich denen zu öffnen und dann vielleicht überrascht sein. Und dann überrascht sein. Dann überrascht sein, dass doch viel, viel mehr Verständnis einem gegenspringt, als man jemals erwartet hat, weil das passiert nämlich total oft. Ich habe immer das Bild für mich so gehabt, dass ich an einem Abgrund stehe und ich muss springen, um herauszufinden, was passiert. Und als ich das getan habe, als ich gesprungen bin, habe ich festgestellt, dass der Abgrund ist nur aufgemalt. Es gibt gar keinen Abgrund.
Also so wie diese in Einkaufszentren, so diese 3D-Bilder, ja. Man denkt, aber dieser Moment halt ins Ungewisse zu gehen, das ist halt genau der wichtige Schritt, den man tun muss. Machen wir einen Punkt hinter, ja? An Philippa. Wie fühlt es sich an zu sehen, wie die Leute in den Öffis auf die eigene Stimme reagieren? Ja, ich habe natürlich Mäuschen gespielt, als es rausgekommen ist. Du Geltungsbedürftige. Um natürlich zu hören, wie für mich persönlich auch, das mal so zu hören. Und man ist ja selbst die größte Kritikerin. Ne? Total, ja, das stimmt, ja. Um dann festzustellen, ja, es ist am Ende des Tages immer noch eine Information, die verbreitet wird. Also es ist jetzt keine so, mich wundert es sogar immer, dass es so Leute gibt, die halt das wirklich so kommentieren und wahrnehmen tatsächlich, weil am Ende. Aber was sagen die denn? Das ist ja die Frage. Komm mal zum Punkt jetzt. Okay, ich hab. Naja, ist doch wahr. Wir haben in der U-Bahn sagt da keiner was. In einem Bus. Stimmt, man spricht ja mit niemandem, man möchte ja auch nicht, ja. Also, naja, aber wer soll da jetzt was sagen, irgendwie während der fährt? Was ist das für eine Frage? Ist das ein Mann oder eine Frau? So. Weißt du, sowas. Was ich aber gemerkt habe, als wir dieses BVG-Musical jetzt hatten. Ach ja, das fand ich ja ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Das war super. Ah, okay, gut. Das war mega. Ganz ehrlich, das war mega. Echt? Ja. Aber wie hieß nochmal, wie hieß der, hieß die S-Bahn und wie Susi oder wie war das? Tramara hieß Tramara. Die Tram. Ja. Und so, ich dachte so, aber das ist aber auch Onkel Wortspiel zu Gast gewesen, ne? Ja, das war richtig tolle Musik. Alles klar, gut. Richtig tolle Musik, es war großartig aufgeführt, toll ausgespielt. Glaubt dir das? Ja, warte. Ja, nun komm, jetzt komm ich zum Punkt. Und ich durfte die BVG, sozusagen die personifizierte BVG, sprechen als Eingangsstimme, die Gäste begrüßt und so weiter. Ja. Und da habe ich sofort, also da saß ich dann auch im Publikum und habe gemerkt, dass die Leute sofort damit connected haben. Und weil die dich schon kann? Ja, weil die ja? Die Stimme kann. Na klar, die und Stimme ist jetzt allgemein gut geworden, ja, oder? Und das da, ja, habe ich mich... Du hast ja auch gemerkt, wenn du jetzt hier die Stationen gesagt hast, ja, wie die dich gefeiert haben, ja, auf einmal, weil die sich gleich zu Hause gefühlt haben. Ja. Weil man lebt ja tagtäglich, läuft man mit dir zusammen durch die Stadt, fährt mit dir durch die Stadt. Wie toll ist das eigentlich, ne? Und auch deshalb, ich habe auch sofort gedacht, ich kenne dich schon jetzt 2-3 Jahre. Auf, ja. Ne? Dadurch, na, weil du mich begleitest den ganzen Tag durch die große Stadt, meine Liebe. So, lad doch mal die Sis Bros ein. Handynummer hast du. Was ist denn, was ist das? Weiß man nicht. Okay, wir machen einfach weiter. Versteht die Frage nicht. Oh, großes Anführungszeichen. Was ist deine Lieblingsstation bei der BVG? Das Anführungszeichen ist scheißegal. Deine Lieblingsstation? An dich gerichtet, ja. Ernst-Reuter-Platz. Oh, warum? Weil du ein großer Ernst-Reuter-Fan bist? Nee, weil das dich so schön sprechen lässt. Ja? Und dann ist es noch Kaiserdamm, weil ich, als wir angefangen haben, das aufzunehmen, diese ganzen Stationen, bin ich krank geworden. Und ich hatte immer als Referenz immer Kaiserdamm, wegen dem Labial am Ende. Ich war immer krank und habe alle Leute damit genervt. Hört man es noch? Hört man es noch? Wir konnten endlich anfangen. Und ich habe 100 Millionen Mal diese Station immer allen Leuten irgendwie vorgebetet, so Kaiserdamm. Hört man noch? Ist es noch erkältet? Ja, aber klingt's noch erkältet? Wie hört sich denn erkältetes Kaiserdamm an? Kaiserdamm. Ach so. Ach, du bist echt komisch manchmal. Das ist wirklich toll. Es macht so einen Spaß mit dir. Ist die Jurassica heute nicht wieder sehr schön und schlank? Aber ja, meine Lieben. Also, ja. Ich bin ja wirklich die pure Schlankheit und Schönheit in Person. Und ich weiß das, meine Lieben. Ich bin ja nämlich auch sehr oberflächlich und eingebildet. Wie viel Gage bekommst du von der BVG? Da hat eine Person nicht aufgepasst. Ja. Weil wir haben ja schon gesagt, sehr viel. Das Ferienhaus in Norwegen mit den Nordlichtern ist schon reserviert. Da, ja, das ist für meinen Sigi, der Sigi, finanziert das. Aber ich Jahren. Bin... Etwas weiter etwas südlich, ja. Aber du möchtest nicht drüber sprechen. Nein. Haben wir schon besprochen. Wenn du eine Brotsorte wärst, welches Brot wärst du?
Ich wäre so ein Vitalbrot. So, ja, mit Vitalbrot. Mit Karotten drin und ja, so Vitaminen. Schön, und ja, schön feuchtklitschig, ja, so, ja. Ja. Aber da ist Substanz. Ja, absolut, ja. Ja. Bleibt auch ein bisschen was im Zahn manchmal hängen auch, ja. Aber polkt man sich dann raus. Das polkt man sich ja, okay, raus. Verstehe. Kann man noch alles drauf machen, schmeckt alles lecker. Was? Was für eine beschissene Frage. Aber gut. Würdest du sagen, dass dein Leben vor dem Outing härter war oder wurde es leichter nach dem Outing? War die Phase des Outings hart? Puh. Sehr viele Fragen in eine Frage gepackt. Also das Leben vorher war viel schwieriger, weil ich mit mir selbst, ja, ich war ja selber gar nicht existent. Die Phase des Outings war beängstigend und wunderschön zugleich. Anstrengend auch, ne? Ja, anstrengend. Voller Ängste. Aber nur in der ersten Zeit. Also ja. man da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist eigentlich eine wundervolle Zeit, weil man ganz klar weiß, wer bleibt bei einem, wer sind meine ja. Freunde. Ja. Und dann hat man einfach Klarheit für sich und mit dem Umfeld zusammen. Und jetzt ist es zwar auch hart, weil natürlich viel Gegenwehr kommt, jetzt gerade in der heutigen Zeit. Oder auch einfach, du gehst die Straße runter und du wirst von jedem Menschen angeguckt, von jedem. Du willst ja eigentlich nur zum Bäcker und dir ein Vitalbrot kaufen. Wie, und warte mal, nimm mich kurz mit. Du wirst angeguckt, warum? Angestarrt. Angestarrt, von weil? Na, weil du anders bist, weil du halt irgendwie, interessant oder und was das auch ist, immer bist. Das ist aber jetzt mehr geworden, hast du damit gesagt? Ja, viel mehr. Warum? Mehr. Weiß ich auch nicht, muss man die Leute fragen, warum die halt einen immer anstarren. Ich bin immer so, dass ich dann zurückstarre. Und dann entwickelt sich manchmal so ein Star-Contest, bis die Leute begreifen, oh Gott, jetzt starre ich ja gerade. Deswegen mache ich es auch. Und in 90% der Fällen lächle ich auch die Leute an. Und die meisten lächeln zurück, das ist ja, ganz schön. Ja, das ist immer ein gutes Mittel, ne? Ja, das ist dann schön, das zu sehen. Ja. Auch neulich, da waren so irgendwelche im Lietzensee-Park, war ich spazieren und dann waren so wirklich so harte Jungs da irgendwie, die gesessen haben und ich habe die halt angelächelt und das ist so ein Reflex. Wenn man jemanden anlächelt, muss die Person meistens zurücklächeln. Und da hast du halt so aus diesen Gesichtszügen so ein kurzes Lächeln rausgedrückt. Das war ganz spannend eigentlich zu beobachten. Meinst aber, du denn was damit zu tun, dass die scheiß Neonazis im Bundestag sitzen und Transmenschen als Feinde sehen? Genauso wie queere Menschen als Feinde sehen und Gender als Feindschaft sehen und deshalb gibt es irgendwie jetzt Ressentiments? Das muss ja auch einen Grund haben. Sicherheit kommen dann viel mehr Leute auch aus ihrer Deckung raus, sage ich mal so. Ne? Aber das meine ich gar nicht. Man wird einfach bewertet. Man wird die ganze Zeit bewertet und das ist halt anstrengend. Weil, wie gesagt, du willst ja gar nicht. Du musst dich halt darauf vorbereiten, du gehst jetzt raus und weißt, okay, du wirst jetzt gleich wieder von allen Menschen auf der Welt angestarrt und du willst aber eigentlich nur mal kurz für dich sein. Das so. Ist ja hochinteressant. Und das ist halt wahnsinnig anstrengend und das fordert voll. Jeden Kann Tag immer wieder Power, dass du dir selber irgendwie das, dass du weißt, worauf du dich da einlässt, weil es wird wieder passieren. Auch wenn es nur mal aus dem Augenwinkel ist, aber du spürst ja alles. Man entwickelt ja auch Sinne, dass du halt so einen Rundumblick bekommst und dass du das alles wahrnimmst und spürst und damit musst du halt umgehen lernen. Ich meine, ich kenne das halt nicht, wenn ich so auf die Straße gehe, dann werde ich angeglotzt ohne Ende. Ja. Aber ich meine, entschuldige mal bitte, ich bin ein riesiger, bunter Clown. Das ist einfach was ganz anderes, ja? Und ich finde es wirklich, bin wirklich ratlos gerade, warum dir sowas widerfährt. Aber gut, okay. Es ist so, wie es ist. Aber warte, da war noch was, drin. Diese Frage. Was aber trotzdem ist es jetzt das Leben, auch wenn das alles passiert, das sind alles Dinge, die von außen kommen. Aber es ist kein, in dir drin ist trotzdem Frieden. So, weißt du, und deswegen ist es halt jetzt trotzdem tausendmal schöner und angenehmer, weil das sind ja deren Probleme, das sind nicht meine Probleme. Es nervt zwar und es kostet auch Kraft, aber das liegt bei den Leuten und nicht mehr bei mir. Mein Inneres ist geheilt. Ich wünsche mir deine Gelassenheit. Schöne Worte. So, jetzt, meine liebe Philippa,
ein Zettel, ganz kleine Schrift und eine ganz lange Frage. Sven, kann die Kamera das einfangen? Eine ganz lange Frage, Gott sei Dank ordentliche Schrift. Liebe Philippa, Komma, ich bin eine schon relativ alte Frau. Nadine? Nein? Gott, du hast mich zu Recht. Ich bin eine schon relativ alte Frau und weiß nicht, wie lange ich noch fit genug bin, mit dem Deutschland-Ticket durchs Land zu tuckern und nächtliche Veranstaltungen zu besuchen. Gott, ist das süß. Findest du nicht auch, dass ich die 2 Tickets bekommen sollte? Das ja. ist ein ganz cleverer Zettel, meine Lieben. Ja. Oh! Die vielen jungen Menschen hier haben sicher noch öfter Gelegenheit dazu, Karten zu gewinnen. Ich liebe diesen Zettel. Alles richtig gemacht, kommt erstmal hier auf jeden Fall in die Vorauswahl. Ich habe noch niemals so einen intelligenten Zettel gehabt, der aber auch so dreist ist. Toll. Weiter geht's. Wer war dein erster Star-Crush? David Hasselhoff? Eddie Murphy. Eddie Murphy? Ach, den fand ich auch... Und Carl Lewis. Vorher schon. Carl Lewis? Ja, das ist komisch. Ne? War das ein Sportler? Ja. Ja. Carl Lewis? War das so ein Sprinter, wo immer der Penis hin und her, oder? Das ist ja bei allen der Penis... Da ist der Penis eigentlich immer hin ja, und her, ja. ja. Aber es war ein Sprinter, oder? Ja, es war ein Sprinter. Es war der... Weltrekordler, 80er, Ende der 80er, ja, Anfang okay. der 90er. Mäuschen, du bist ja Leichtathletik-affin. Ja, ja, ja. Von daher, ich gucke ja Leichtathletik nur, wenn es knapp bekleidete Männer mit dabei sind, respektive am liebsten Turmspringen. Turmspringen, muss ich wirklich sagen, ist eine tolle Sportart. The okay. Top-Sportart, meine Liebe. Nirgendwo kann man so leicht bekleidete, gut durchtrainierte Männer sehen. Und das für umsonst als beim Turmspringen. Empfehlung für alle. Und du hast mir gerade zugestimmt, meine Liebe. Ach so, bist du auch so eine Perverse wie ich, ja? Du bist ein großer Turmspring-Fan. Ich lieb die, ne? Die ist ja toll. Ja. So, keine Frage, denn ihr seid heute so süß im Flow. Dann ist ein Zeigepenis gezeichnet. Grüße von Weinhaus waren gerade beim Rosen Murphy Konzert. Bitte, bitte einmal gay Sundbrunnen. Von wem ist der Zettel jetzt hier? Ist es irgendjemand? Da. Hallo, kenne ich dich? Nein. Ah ja, gut, wunderbar. Da muss ich nicht heucheln. Wunderbar. Hallo. Ja, dann vielen Dank. Du warst mit meiner Tochter Weinhaus. Warst du beim Rosen Murphy Konzert? Ah ja, ach so, verstehe. Sehr schön, ja, vielen Dank. Ich finde auch, wir harmonieren ganz gut zusammen. Ja. Kommt jetzt jede Woche. Wie fühlt es sich an, die eigene Stimme an den Stationen zu hören? Toll. Finde ich mega. Ja? Bin ganz stolz und freue mich jedes Mal, wenn ich das, weil ich auch sehr demütig bin. So, ich bin total dankbar und freue mich. Und ich mag meine Stimme total gerne. Also das sagen ja wenig Menschen, ne? Also, ja. also gerade Menschen, die jetzt nicht irgendwie mit der Stimme arbeiten, Schauspielerinnen sind etc., ja. die hören ja ihre Stimme sehr ungerne selber. Ja. Ne? So, ne? Ich liebe meine Stimme auch. Ne? Ja. Ich könnte ja, ich wach morgens auf, spreche und denke selber so, wow. Und dann wichse ich erstmal und dann ist der Tag erstmal gelaufen. Willkommen in meinem Leben, ich bin Star. Hast du denn mehr als einen BH? Achso, die Frage war an mich jetzt wahrscheinlich. Nein. Die Antwort ist nein. Achso, hast du mehr als einen BH? Ja. Das hoffe ich doch wohl sehr. Ja. Weil, also ich meine, nichts ist armseliger als ein BH, ja? Also, ja, ich habe mehr. Zwei. Ja. Zwei oder drei. Ja, zwei oder drei. Welcher Synchronjob hat am meisten Spaß gemacht? Unterschrieben von Maria. Liebe Grüße gehen raus. Am meisten Spaß hat mir Laverne Cox bei Orange is the New Black gemacht. Hab ich noch nie gesehen, Orange is the New Black, ne? Ja? Ja? Okay. Ja gut, das steht auf meiner Liste. Weil die hatte nämlich auch, da war das, was ich vorhin gesagt habe, dass man so auch mal gegen den Strich irgendwie besetzt. Das war so ist eine Knastserie, ne? Hm. Und das sind alles so harte, Serie, aber du weißt alles. Ja, ja. Das ist auch alles so taffe, harte Mädels. Und Lesben lieben diese Serie. Ist richtig, Lesben richtig cool. Lieben die Serie. Und die hatte aber auch verschiedene Facetten in der Serie und deswegen fand ich das cool.
So, ich habe jetzt eine sehr merkwürdige Frage. Da steht ganz viel, also so JP-Logos sind hier drauf, Jurassica Parker, süß illustriert, wirklich süß, kann die Kameras einfangen. Aber dann muss ich aufklappen, dann erstmal 90 Grad nach so drehen und dann steht hier Philippa, Doppelpunkt. Ja. Jetzt, in Klammern, mit Doppel-L und Doppel-P, Fragezeichen? Ein L-Doppel-P. Ein L-Doppel-P. Gibt es aber auch Doppel-L und Doppel-P und Doppel-L und ein P? So wie bei Philipp, Philipp, Philipp. Es gibt ja auch 4 oder 5 verschiedene Versionen von Philipp, was ja auch furchtbar ist. Ja. Was ich nie verstanden habe, warum. Mit F, mit PH, mit... Also ja, und dann vorne L, hinten L, P und ja. Ja, also ich hieß ja früher Jan Philipp. Ach so. Er hatte einen Namen und als ich dann gedacht habe, so, okay, ich muss jetzt einen weiblichen Namen finden... lag Philipp an Namen. Ja, und es war immer nur Jan, Janni, so wurde ich genannt. Und dann dachte ich so, ich habe doch eigentlich einen zweiten Namen. Ja, Philipp. Ja. Den habe ich noch nie benutzt, aber es ist meiner. Ja. Und dann hänge ich einfach ein A dran und dann passt es. Also zwei L, nein, ein L, zwei P. Ein L, Doppel P. Und wann gibt es dich als Playmobil-Figur? Hoffentlich bald. Aber Playmobil geht ja pleite gerade. Was? Warum? Ja, na, weil die... Ach, die spielen nur noch Playstation jetzt, ne? Ja. Es ist einfach Actionfiguren, ist nicht mehr. Halt! Warte. Sie ist gerade von der Bühne gegangen. Entschuldigung. Das ist noch nie passiert in meiner Sendung. Entschuldige, entschuldige. Weil ich habe dir nämlich ein Geschenk mitgebracht. Weiß nicht genau, ob ich das entschuldige. Das ist super geil, dass die Frage kommt. Vielen, vielen Dank. Ich habe dir nämlich ein Geschenk mitgebracht, eine Actionfigur. Nein! Doch, eine Krieg der Sterne-Figur. Von Original Vintage 1983. In Hongkong damals, sie hat den weiten Weg gemacht von 1983 heute zu dir auf die Bühne. Das ist Regis. Warum schenkst du mir denn so? Weil ich dir ein Geschenk machen wollte. Oh, danke schön. Ja. Das ist aber süß. Ja. Und soll ich dir was sagen? Findest du den sexy? Gar nicht. Ja. Nee. Aber soll ich dir was sagen? Kann die Kameras einfangen? Ja. Ja, ich zeig's doch gerade, verdammt. Oh. Ja, pack's. Darf ich das anfassen? Natürlich oder ist es da nur wertvoll, wenn es in der Tüte ist. Nein. Nein. Ist ja bei so. Aber trotzdem sehr selten. Vor allem deshalb, weil sie noch mit Originalwaffe kommt. Und der Typ hat bestimmt Kohle, weil seine Knarre aus Gold ist. Ach, das ist echtes Gold. Echtes Gold. Nein, stimmt. Es sieht. Es ist sehr schwer auch. Tja. Hier, kann die Kameras jetzt einfangen, Sven, ja? Wie heißt dieser, dieses... R-E-Y-E-E-S. Und Klausi, du bist ja großer Star-Wars-Fan. Kennst du diese Person? Der ist bei Jabba im Palast. Der ist bei Jabba im Palast? Ja. Das finde ich ja von 1983, hast du gesagt? Oder ja. Das ist ja hoch. Das ist original vintage, das ist wirklich echt selten auch. Vielen Dank, liebe Philippa, das finde ich das total süß. Der sieht aus, als hätte er einen Ständer jetzt. Ja, ich meine, also wer von mir eine Hand gehalten wird, da kann man nur einen Halbschleifen bekommen. Also ganz ehrlich, so viel Selbstbewusstsein habe ich, meine Liebe. Vielen Dank, das ist gerne. Sehr süß. Mit der Playmobil-Figur habe ich nicht verstanden, warum es dich jetzt als Playmobil-Figur geben sollte, aber... Also ich würde es super geil finden. Okay, verstehe. Was fällt dir ein zu gutes Wedding, schlechtes Wedding? Habe ich geguckt, wir zusammen, war ganz nett. Okay, dann machen wir weiter. Ganz nett ist so eine richtige Ohrfeige. War eine kleine Ohrfeige. Ja. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, nee, du musst, egal. Du musst gar nichts weiter sagen. Hattest du bislang von anderen Verkehrsunternehmen Anfragen? Nein, darf ich auch nicht. Du hast einen Sperrvertrag, gell? Ja. Sperrfrist oder wie sowas. Ich darf nicht für andere... ÖPNVs. Das ist ja wie bei Heidi Klum, wenn man bei GNTM mitgemacht hat. Ja. Toll. Wie lange musst du jetzt, darfst du nicht und solltest du? Na, so lange wie bist du tot die bist. Mich haben wollen oder behalten wollen, bin ich bei denen. Ich möchte mich noch mal ins Rennen bringen später. Also, wenn ihr die irgendwann mal überhabt, ich stehe auf jeden Fall zur Seite und bereit. Meine Stimme ist flüssiges Gold, meine Liebe. Boah, welche Haltestelle hattest du die... Bei welcher Haltestelle hattest du die meisten Probleme beim Einsprechen? Schlesisches Tor. Nee, Schlesisches Tor war okay. Lipschitzallee ist auch alles gut. Nee, es gab so eine... Irgendwie so eine...
technische Station, Berufsschule Erkenzweig Franken. Berufsschule Erkenzweig Frankenheim. Ja, Sedlitz, genau. Technische, irgendwas sowas. Das war gar nicht so einfach. Okay. Aber, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die wohnt am Schlesischen Tor. Ja. Und die sagt immer, wenn die halt dann irgendwann besoffen ins Taxi steigt abends, dann ist Schlesisches Tor ganz schwierig auszusprechen. Ja. Und da ist es ihr selber immer sehr unangenehm, wenn sie da hinten sitzt, Schlesisches Tor. Und ich verstehe das schon. Ne? Ja, ja. Aber... ich habe da erst danach getrunken, nach dem Schlesisch. Ja, das finde ich doch sehr... das Möchte man als Frau nicht eigentlich nur Frauen synchronisieren? Also ich bin keine gebürtige Frau, ich bin keine Cis-Frau. Ich glaube, das dürfen jetzt alle verstanden haben, ja? Ja. Hoffe ich dafür sehr. Und ich... nein, finde ich nicht. Also gerade beim Synchron finde ich, ist es möglich, dass es scheißegal ist. Ja. Ich muss auch nicht jede Rolle von, eine schwule Rolle von einem Schwulen einsprechen lassen. Ich finde, das ist immer umgekehrter Rassismus. Heutzutage darf man auch, Schwarze dürfen auch nicht mehr von Weißen gesprochen werden und umgekehrt. Ich denke immer, Hautfarben sprechen nicht, sondern innere Haltung. Vor der Kamera ist es was anderes, aber beim Synchron, am Mikrofon, da ist man Schauspieler oder Schauspielerin und dann kann man halt auch in verschiedene Rollen schlüpfen. Lieblingssynchronstimme bzw. Lieblingsauftrag hatten wir schon die Frage. Kannst du noch etwas mehr zu deiner Karriere im Sport erzählen? Drei Sätze. Drei Sätze. Okay, dreieinhalb. In der Jugend Leichtathletik, deutscher Meister geworden, zweimal mit deutschem Rekord hintereinander. In was denn? Im Fünfkampf. Was macht man da genau bei Fünfkampf? Also es war damals Blockmehrkampf, hieß das. Das waren drei verschiedene Fünfkämpfe, die spezialisiert sind. Einmal Blockmehrkampf Sprint Sprung, Blockmehrkampf Lauf, Blockmehrkampf Wurf. Ich war auf Blockmehrkampf Lauf und Sprint Sprung spezialisiert. Das heißt, bei dem Fünfkampf Hochsprung, Weitsprung, 110 Meter Hürden, 100 Meter, 1000 Meter. Meine Güte, ja. Und, hast du das gerade ausfindig gelernt, ja? Nee, aber Wahnsinn. Das ist noch ja, ist so drin in dir, ja? Erzähl weiter. So gibt es dann bei Blockmehrkampfwurf, ist dann noch Kugelstoß, Speerwurf mit dabei. Ich habe noch nie das Wort Blockmehrkampf gehört. Ja. Ich musste erst kurz überlegen, was man damit. Es gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Es ist abgeschafft worden. Das heißt, der deutsche Rekord, der gehört mir für immer. Das ist ja hochinteressant, meine ja. Liebe. Toll. Ach, immer wieder für eine Überraschung zu haben, die Philippa. So. Ihr Lieben, wir haben es fast geschafft. Ich muss wirklich sagen, die Fragen waren heute ziemlich gut. Das bin ich nicht gewöhnt von meinem Publikum. Und auch sehr zahlreich. Woran denkst du am liebsten, wenn du sagst, beim nächsten Halt? Da, woran ich ganz kurz. Denke. Die sitzt nicht an einem Mikrofon und sagt jeden Tag das wirklich an. Hat das einmal eingesprochen. Da können wir fragen, woran hat sie da gedacht? Doch wieder sehr saudummes Publikum. Wechselt es in sich changierend, ja? Ich werde auch oft gefragt, warum, Philippa, ist denn da jetzt eine Baustelle? Ja. Wirklich jetzt? Ich, kann sorry. Nicht wahr sein. Naja, die Schiene war nicht mehr so ganz so gut. Mussten wir mal was ändern. Du verarschst mich gerade, oder? Nein, ich krieg solche Fragen. Leute fragen mich. Wieso, wann ist denn das jetzt vorbei mit der, da, mit der und der Baustelle oder so? Wann können wir denn wieder rechnen, dass es... Naja, ich bin in meiner Funktion als Sprecher der BVG. Man aber doch wirklich an den Menschen, oder? Bei solchen Tja. Fragen. Alles klar, Philippa, ich meine also, ach du Grundgute. Würdest du sagen, dass du und Tessa Ganzerer sehr unterschiedlich seid? Ja klar, wir sind ja zwei verschiedene Menschen. Wollte ich auch genau sagen. Alle Menschen sind unterschiedlich. Alle Menschen sind unterschiedlich. Ja. Der Unterschied ist aber tatsächlich auch, Tessa Ganzerer ist Politikerin und Politiker und Politikerinnen sind per se geltungs- und öffentlichkeitssüchtig. Deshalb gehen sie ja in die Politik. Und das ist der große Unterschied zwischen euch wahrscheinlich. Beiden. Wahrscheinlich. Hast du, in welchem Film hast du schon mal mitgespielt?
Von Birte. Liebe Grüße von Birte an Birte. In Manta Manta Teil 2. Stimmt. Hat da auch Til Schweiger mitgespielt? Ja. Weder den ersten noch den zweiten Teil gesehen, Gott sei Dank. In beiden? In beiden. Hat er mitgespielt und ich meine, ich habe mit Til gespielt. Oh, also ich habe die Szene. Wirklich? Ich bin in der Führerscheinbehörde und gebe mir meinen Lappen wieder, weil sonst würde der Film wenig Sinn machen. Das gibt's nicht. Okay. Ja. Til Schweiger. Und? Till? Ja? Ich muss ganz ehrlich war sagen... War er wirklich besoffen, wie immer alle sagen? Also, ganz ehrlich, in meiner Szene, als ich mit ihm gespielt habe, war er zuckersüß, ein ganz lieber, netter, charmanter Mensch, der sehr darauf bedacht war, dass ich mich wohlfühle. Und wir haben super zusammengespielt. Alles klar, die Frau Ludewig in mir ist gerade sehr unbefriedigt, aber was soll man machen? Hast du eine Serie, in der du gerne mitspielen würdest? Deutsch oder amerikanisch? Mir scheißegal. Egal, scheißegal. Ich würde gerne bei Star Wars mitspielen. Bist du Science-Fiction-affin offensichtlich? Ja, was heißt natürlich? Ja. Ich bin ja eher die Seite von Star Trek. Ja? Okay. Star Wars, damit kann ich auch... Ja. Teilt sich auch da Star Trek, da Star Wars. Da darf man gerne klatschen. Ja. Ich kann mit ganz, ganz viel Science Fiction sehr viel anfangen. Ja. Aber ich bin alter Trekkie tatsächlich. So. Okay. Ja, habe ich auch alles geguckt. Aber ich bin ein absolut Star Wars ist für mich über allem. Und was sagst du zu diesen ganz, ganz neuen Spin-off-Serienfilmen? Weil Klaus ist nicht begeistert. Seitdem nämlich Star Wars aus dem Kanon raus ist und von Disney gekauft wurde, ist er nicht mehr zufrieden. Nee, Klaus. Da bin ich voll bei dir. Für mich gibt es eigentlich nur Teil 4, 5 und 6, was für mich immer Teil 1, 2 und 3 war. Ja, ja. Aber von den neuen Kram kann ich mich trotzdem begeistern für Andor und für Rogue One. Okay, gut, dann haben wir das doch auch mal geklärt. Gab es als Honorar eine BVG-Bahncard 100? Nein! Gibt's sowas, eine BVG-Bahncard 100? Gibt's sowas? Ich wollte gerade sagen, Enrico, nee, oder? Denkt mal drüber nach, was ihr falsch macht bei der BVG. Wann verschlägt es einer Ansagerin die Sprache? Ansager. Seit wann bist du BVG-Ansagerin? Bei der BVG-Ansagerin. Okay, die Frage ist halt jetzt sehr ambitioniert. Kurz gestockt hatte ich beim Mörderberg. Es gibt eine Busstation, die heißt Mörderberg. Oh. Wurde dann aber wieder zum Guten gewendet durch den Maikäferpfad. Oh, Mensch, Grüße gehen raus. So, vorletzte Frage. Was sagst du zu Anastasia Bifang? Keine Meinung. Keine Meinung, war schon zweimal bei mir in der Paillette. Ich mag sie sehr gerne, eine sehr interessante Frau. So, letzte Frage. Wie oft wäschst du deine BHs? Jeden Tag, wenn er getragen wurde. Jeden Tag? Ja, fast. Alle zwei Tage. Du lügst vielleicht mich doch gerade an. Niemand wäscht jeden Tag seinen BH. Nein, aber vielleicht alle zwei Tage. Gut, habe ich dich festgenagelt. Wir beenden also dieses Spiel mit einer wahnsinnig irrelevanten Scheißfrage. Aber so ist es halt nun mal. Das Spiel ist halt alles komplett synchronisiert, sage ich schon. Improvisiert, meine Lieben. Und dafür liebe ich es. Das war Wahrheit oder Wahrheit. Vielen Dank, Philippa, dass du den Spaß mitgemacht hast. Danke an euch, dass ihr Fragen eingesandt habt. Ja, vielen Dank. Und tolle Fragen. Ja, ich muss auch wirklich sagen, also gewonnen hat, und ich muss wirklich sagen, gewonnen hat natürlich diese sehr freche und süße Frage nach den zwei Tickets. Ich möchte jetzt gerne diese sehr, sehr alte Frau aus dem Publikum hier gerne mal auf der Bühne haben. Kann diese sehr, sehr alte Frau mal hier auf die Bühne kommen? Hallo, meine Liebe. Wie heißt du denn? Ach Gott, bist du klein. Ja, Wahnsinn. Ich bin im Alter geschrumpft. Du bist im Alter. Wie alt bist du denn, wenn du sehr alt bist? Ich habe gesagt, relativ alt. Ach, also, entschuldige bitte. Relativ alt? Ja, nächsten Monat werde ich 70. Oh. Wir stellen die mal so hin, damit die Kamera dich auch sehen kann.
Wie heißt du denn überhaupt? Doris. Bitte? Doris. Doris, Doris, du hast jetzt gewonnen, meine Liebe. Du warst heute das erste Mal hier. Ja. Ja? Du wohnst aber in Berlin? Nee, eben nicht. Ach, scheiße. Ich wusste ja, mit dem Deutschland-Ticket hierher. Ach so. Wo wohnst du denn eigentlich, meine Liebe? In der Nähe von Leipzig. Also ist ja nicht so weit weg. Ja, aber mit dem Deutschland-Ticket, dann dauert das schon. Ja, jetzt hast du erst mal zwei Freikarten gewonnen, meine Liebe. Also, ja, da reicht man dir den kleinen Finger und du nimmst die ganze Hand. Du gefällst mir. Liebe Doris, wenn du, geh einfach durch den Spielplan im BKA Theater. Für 2024 stehen dir die Pforten offen für eine meiner Shows. Such dir irgendwas aus und dann schreibst du mir einfach eine E-Mail und dann setze ich dich auf die Gästeliste. Oder du kannst die Tickets auch verschenken natürlich, wenn du möchtest. Nein, kann ja sein, dass du... Na, wenn du so, nein, ich muss ja meinen alten Pfleger mitnehmen, der... Also, ist der heute auch hier? Ja. Ach, der mit dem Käppi? Ja, der freut sich. Das ist, ja, ja. Ist das dein Lover? Ja, nein? Freund. Also dann, liebe Doris, schön, dass du mitgemacht hast. Und die Frage war wirklich toll. Ich habe sie geliebt. Dankeschön, Doris. Oh. So. Meine Liebe, das bedeutet, diese Show hat jetzt ein Ende. Dann kann ich jetzt auf die Toilette gehen. Du kannst jetzt auf die... Schon so lange. Meine aber Güte. Ja, dann zieh noch mal kurz hoch und schluck's runter. Wir sind gleich fertig. Schön, dass ihr alle mit dabei wart heute hier in diesem vollen Saal. Schön, dass ihr alle mit im Livestream wart. Noch mal kurzer Hinweis. Ihr könnt immer noch Livestream-Tickets käuflich erwerben. Bla, bla, bla. Habe ich alles schon erzählt. Ich werde aber gezwungen vom BKA Theater, das dreimal während der Show zu machen, weil sonst schmeißen sie mich hier raus. Ich habe es also meinen Soll erfüllt. Und die nächste Paillette gibt's am 6.4. habe ich schon gesagt. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Ein Applaus für die wunderbare Fibelipa Jaka. Danke, mein Schatz. Danke. Wir können jetzt gleich noch nach der Show hier vorne werde ich sitzen und ihr könnt natürlich gerne noch mit mir Selfies machen, wenn ihr denn möchtet und auch mit Philippa, wenn Philippa du dafür noch empfänglich bist, wenn nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm, das musst du selber entscheiden, ob du Bock hast oder nicht, ich kann es nicht selbst entscheiden, weil ich bin meinem Publikum einfach verpflichtet und ich würde mich freuen, euch noch persönlich kennenzulernen, ein bisschen zu knuddeln und gehabt euch wohl, kommt bald wieder, wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, diese Show lebt von Mundpropaganda und bis bald, ihr süßen Mäuse, tschüss! Und jetzt nochmal hier, komm mal. Oh, das war's. Zauberhaft. Ja. Meine Liebe.